Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit etwas Verspätung hier im Stream jetzt doch noch die Begrüßung. Das ist erst unser drittes Mal, dass wir sie eigentlich machen. Also wie ihr hört, zwei Amateure am Start hier. Heute Abend nur der Tobias und ich. Der Lutz erholt sich von einem kleinen Eingriff. Beste Wünsche, beste Genesungswünsche vom ganzen Team hier und ich denke auch im Namen aller Fahrer können wir das gleich aussprechen. Man hört uns jetzt, also willkommen zum Rennen. Wir sind nun mal halt schon in der Warm-up-Session. Das Quali ist vorbei, aber optisch wurde es übertragen, leider ohne Ton. Und hiermit, hallo Tobias. Ja, hallo Leo, ich wollte einmal die Begrüßung zum dritten Mal. Das Problem ist, dass die ersten 5 Minuten eigentlich immer die schwierigsten sind, bis man wieder in einem Redefluss drin ist. Ja, wir hatten jetzt ja 3 Mal Zeit, das Ganze zu üben, von daher geht das jetzt ja locker flockig vom Start. Also nochmal Entschuldigung an den Nutz, dass wir da trotz seiner Genesung ein bisschen belästigen mussten. Aber ja, jetzt funktioniert alles. Wir können ja vielleicht noch verbal gerade die Ergebnisse aus der Qualifying, vom Qualifying nachreichen, damit auch die Zuschauer Bescheid wissen. Da hatte in der LMP2-Klasse hatte Marius Bert vor Jens Potzka die Pole Position geholt und in der GT2-Klasse Enrico Schaller. Ganz kurz nochmal zusammengefasst zur Strecke: Laguna Seca im Süden Kaliforniens gelegen, 3,602 Kilometer lang, 11 Kurven, davon die meisten schnelle Linkskurven, von daher auch Reifen beanspruchen, ganz klar vorne rechts, der Reifen wird am übelsten gebeutelt hier auf der Strecke und gemäß Insider-Informationen aus der LMP-Klasse nicht möglich mit harten Reifen hier durchzufahren, also alle LMPs werden wohl Reifen wechseln. Die Frage ist, fährt man einen Stint, wechselt dann oder 2 Stints und wechselt zum dritten, was denke ich mal eher die Taktik sein wird. Und von daher ist mehr noch die Frage, wird der dritte Stint weich oder hart gefahren, aber mit der Reifenbeanspruchung dürfte selbst weich, selbst für einen Stint schon problematisch werden. Genau, eben in unserer zweiten Ankündigung hatten wir noch ergänzt gehabt, dass ja, die Strecke eigentlich sehr anspruchsvoll ist. Es gibt keine richtig lange Gerade, wo man sich verschnaufen kann. Hier haben wir jetzt live ein Bild, die Corkscrew, die durchfahren wird. Eine der anspruchsvollsten Kurven und bekanntesten Kurven auch auf den internationalen Rennstrecken. Aber da unsere Fahrer ja selbst in Long Beach nebenbei den Stream anschauen und auch eben wahrscheinlich Rückmeldung gegeben haben, dass wir nicht zu verstehen sind, würde ich mal sagen, die haben heute eigentlich einen ziemlich entspannten Abend auf dieser Rennstrecke. Aber eigentlich ist es sehr anspruchsvoll. Kann man noch Kaffee kochen nebenbei? Nee, also, richtig gedacht. Wie gesagt, hier wirklich keine Zeit zum Ausruhen, vor allem mit dem LMP, aber selbst mit dem GT nicht. Und ich denke mal, eine sehr schöne flüssige Strecke, also wunderbar, sehr schnell. Die GTs von den Zeiten her über 10 Sekunden schneller. Also da wird schon ein deutlicher Geschwindigkeitsunterschied zu sehen sein, wenn es dann zu Überrundungen kommt. Und eben das berühmte Stück der Corkscrew, also aus Cockpit-Perspektive geht es da eigentlich blind über die Kuppe und ganz schön eng links das Loch runter und man sieht das eigentlich überhaupt nicht und daher vor allem aus Cockpit-Perspektive auch eine sehr imposante Stelle. Ja, hier haben wir noch eine kleine Veränderung bei den Fahrern. Im Bild haben wir Florian Zixel, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Der übernimmt das Cockpit für dieses Rennen für Max Baumann, der leider nicht starten kann. Hat hier das Fahrzeug mit der Nummer 66. Nebenbei habe ich noch vernommen, dass gewisse Fahrer aus Köln nicht am Start sind, weil sie sich in Sachen Restalkohol und so dann doch hier wohl bei der Dopingkontrolle nicht durchkämen. Und auch der Trainingsaufwand in den letzten Tagen doch nie gewesen sein muss in der Gegend von Köln.
Ja, wobei ich jetzt auf einen Blick auf den Zeitenmonitor erkenne, dass es ein der gewisse oder Fahrer, wollen wir jetzt mal keinen Namen nennen, sich jetzt doch auf Position 12 befindet. Und ja, dann drücken wir dem Daniel einfach mal den Daumen, dass er es hier erfolgreich hinter sich bringt und vielleicht doch noch ein paar Punkte für die Teamwertung einfahren kann. Ohne zu viel Kopfschmerzen, jawohl. Vielleicht hat er auch einfach den Ton ausgestellt, weil er das Motorengebrumme noch nicht ertragen kann. Wir haben jetzt noch eine gute 1,5 Minuten Warm-up-Zeit, danach üblich das Rennen über 90 Minuten. Ich denke auch wieder mit versetzten Feldern. Wir werden mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir sowohl beide Starts sehen, wie auch halt die Szene, wenn das ganze Feld die Corkscrew-Kurve runterkommt. Das kommt ein bisschen darauf an, was die genau für einen Abstand halten hier und ob es die internationale Regie wirklich so hinbringt, wie wir uns das wünschen. Aber werden wir mal schauen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf jeden Fall eine absolut spektakuläre, schnelle Strecke. Da steht auch schon Porsche im Sand. Richtig, genau. Hier oben sehen wir unseren Kamerahubschrauber. Genau, das Warm-up geht jetzt also in ungefähr 20 Sekunden zu Ende. Dann läuft die Zeit wie gewohnt ein bisschen nach, bis die Fahrer ihre letzte Runde beendet haben, bevor es dann zum Start geht. In Sachen Meisterschaft könnten heute erste Vorentscheidungen eigentlich fallen, ist zweiter, letzter Lauf dieser Saison. Und aber wie wir gerade beim letzten Rennen in Long Beach gesehen haben, hat es doch noch wieder gereicht für einige Verschiebungen, auch ganz vorne in den Ranglisten. Also da ist noch nichts in trockenen Tüchern, daher denken wir, können wir auch sämtliche Teams voll auf Angriff fahren sehen. Ja, es geht gleich los. Wir haben leider hier kein Overlay für dieses Rennen. Da gibt es wahrscheinlich auch, ja, wir sind froh, dass wir zu verstehen sind im Script. Können wir den Service hier leider nicht anbieten. Wir werden es dann den Fahrern, die Fahrernamen immer sagen, auf welchen Fahrer jetzt gerade eingeblendet wird oder welcher Zweikampf zu sehen ist. Ich denke, dass wir dann auch mal ohne gehen zur Not, blenden wir die Fahrernamen einfach so ein. Ja, sieht dann zwar nicht so schön aus, aber dann weiß man auch, wer im Bild ist. Ich werde mich ein bisschen um den Datenmonitor kümmern, ein bisschen den Statistiktypen noch spielen und dann klappt das schon zusammen. Gut, wie üblich haben wir einen fliegenden Start mit einer freigefahrenen ersten Runde, also der Führende, der Pole-Setter, setzt hier die Geschwindigkeit, es wird im Zweierpfeil gefahren und dann frei beschleunigt auf der Startzielgeraden. Hier darf ein bisschen mehr Platz noch genutzt werden beim Anbremsen dieser ersten Haarnadelkurve, gleich nach der Startziel ist. Das ist natürlich ein erster heikler Punkt, gleich nach dem Start. Und da ist noch ein bisschen extra Strecke, die hier benutzt werden kann, da die Einfahrt zu dieser Sackgasse rechts, das man noch so als kurze Information nebenbei. Aber im Normalfall dann wird dieser Streckenteil wohl nicht mehr genutzt, der liegt schon nicht ganz auf der Ideallinie. Das ist die Stelle, die wir hier gerade, glaube ich, rechts gesehen haben. Ja, das ist jetzt zu Ende. Die Fahrer werden sich jetzt in die Startaufstellung begeben. Wie gesagt, die RTL-Zuschauer werden es wissen, für die, die noch nicht so regelmäßig einschalten, das ist jetzt noch nicht der richtige Start, sondern der Vorstart. Es geht jetzt eine Einführungsrunde, auch wenn uns jetzt hier die Startampel gleich angezeigt wird und gestartet wird dann die Runde darauf, wie es Leo eben gerade erklärt hat. Vielleicht noch kurz zur Gesamtwertung. Wir haben eine Gesamtwertung in der LMP Vortex Motorsport GT2 SE 195 Punkte, dann Freebite Motorsports 162, nochmal Vortex Motorsports GT2 mit 131 und Brakesman Racing Team 3 mit 123. Das war die kleine, die GT2-Klasse. Und in der LMP2 haben wir Vortex Motorsports auf Platz 1 mit 266 Punkten. Dahinter Freebite Motorsports Junior mit 215. Wilgrave Motorsports 130 Punkte, Dynamite Racing 130 und Brakesman Racing Team 127. Also da ist schon noch nichts entschieden, aber könnte heute durchaus eine Vorentscheidung kommen. Wir sehen jetzt auch das GT2-Fahrerfeld, hat sich auf den Weg gemacht,
erfreulicherweise dieses Mal ein paar mehr Fahrer wieder anwesend. Das war beim letzten Rennen, obwohl es doch gegen Ende sehr wenig, was die Fahrzeuganzahl in der GT2-Klasse betrifft, aber diesmal wieder 12 Starter dabei. 10. Hier jetzt das etwas längere Bergaufstück, der dann bei der Einfahrt in den Corkscrew eigentlich endet. Hier eine sehr schnelle Linkskurve und alles schön den Berg hoch, wunderbar zu fahren hier. Keine unnötigen Bremsschikanen auf dieser Strecke. Richtig, flüssig zu fahren, wobei das Anbremsen, was wir jetzt hier sehen, sehr schwierig ist, da die Strecke doch sehr wellig ist und da man ab und zu die Linie leicht verfehlt. Ja, und eigentlich ja blind ist. Also man aus dem Cockpit raus sieht man hier kaum den Einlenkpunkt, geschweige denn, wo es wirklich hinführt. Also das muss man dann schon auswendig können, sonst geht es hier keinesfalls schnell um die Kurve. Das GT-Feld nimmt jetzt Abstand zu den LMPs. Ja, und die LMP2-Klasse fährt jetzt auf die Start- und Zielgerade ein. Ja, das Grid wird sehr schön eingenommen. 19 Starter. Und jetzt geht's, das Rennen jetzt. Kommen wir hier auf die erste Kurve, aber da haben wir nicht zu viele Fahrzeuge nebeneinander. Das ist hier das Stück, was hier benutzt werden darf. Die Einfahrt hier zu dieser Seitengasse hat man jetzt gut gesehen. Und ja, das geht schon mal zwei Plätze nach hinten für den Zweitplatzierten. Genau, und vorne Marius Berth für das Feld an, vor Jens Potzka. Und Florian Sixel auch von Platz 2 auf Platz 4 zurückgefallen. Wohl etwas die kalten Reifen verschätzt. Ja, wir kommen jetzt hier zur GT2-Klasse, da wird das Feld von Enrico Schaller angeführt, vor Markus Kreusch. Wohl auch Teamkollegen der Lackierung nach zu beurteilen, also drei Ferraris jetzt hier vorne. Aber hier sah das auch alles waren sehr gut noch drei aus. Ferraris vorne. Ja, in den ersten beiden Rennen. Und auch der Vogel hier jetzt recht weit vorne mit dabei, schon vorher im Qualifying einen guten Platz. Er ist eigentlich sonst eher der Typ, der dann im Laufe des Rennens sich schön kontinuierlich nach vorne arbeitet. Und die LMPs sind bereits das erste Mal durch den Corkscrew durch. Er hat leider ein Stück lang mit der Einblendung den Start der GT2-Klasse verpasst und den wollen wir ja auf jeden Fall sehen. Ja, jetzt bleibt mal bei der GT2, mal kurz auf den Corkscrew. Also hier alles kompakt beisammen. Also man sieht schon, die Leute kennen einander mittlerweile, man weiß ein bisschen, wie gefahren wird und man kennt das Gerät und muss schon sagen, saubere Leistung. Auch bei den LMP scheint es hier keinen größeren Zwischenfall gegeben zu haben. Da ist noch schön dicht alles beieinander. Ja, da kann sich aber Marius Berth schon vom Feld absetzen, hat jetzt 1,3 Sekunden schon Vorsprung in diesen zwei Runden herausgearbeitet vor Jens Potzka und Carsten Riemchen. Einzig Daniel Kilian scheint noch ein Problem gehabt zu haben, der hat etwas Abstand am Ende vom LMP-Feld. Können wir mal gerade gucken, ob er vielleicht hier einen Reifenschaden oder ähnliches hat. Ja, er rutscht hier gleich wieder weg, da ist irgendwas, ist hier defekt am Fahrzeug. Also könnte jetzt Reifenschaden oder Aufhängung sein, wir können das leider nicht so gut beurteilen. Aber also hier ja, der Spur nach ist es wohl ein Reifenschaden hinten links. Ja. Da ist natürlich Pech schon am Anfang vom Rennen. Genau, die GT2-Klasse wird jetzt auf ihn auflaufen und ich sehe auch, Robert Schauderner wird in der Box gemeldet. Ich hoffe, das ist kein Ausfall. Na, da fehlt glaube ich die Front, ja. Ja, also schon erste Reparaturstopps. Eventuell gab es da zwischen diesen beiden Fahrern eine Kollision, aber das können wir jetzt auch nur mutmaßen. Ja, mittlerweile jetzt die GT2-Fahrzeuge am
Kilian vorbei. Der müsste, ja, der hat man hinten gerade noch in die Box einbiegen sehen. Wow, und hier sind schon bei den Überrundungen, also da hier geht's wirklich Schlag auf Schlag. Oh, und hier Dreher, ja, an der Spitze von LMP fällt und dann Platz nochmal. Also hätte er, denke ich, länger stehen bleiben sollen, aber wann hat man ihn? Ja, das war der neue. Oh, ein ganz schöner Schrotthaufen. Ja. Oh, und da dreht sich schon das nächste Fahrzeug weg. Also da ist hier, ist nicht ohne hier. Da werden wir gleich die nächsten Boxenstops sehen. Genau, das war natürlich der denkbar ungünstige Zeitpunkt für eine Kollision, weil da muss er jetzt ohne Front einmal komplett um die Strecke fahren. Also, ach, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, und da fehlt jetzt ganz deutlich der Abtrieb vorne, also Kurvengeschwindigkeiten sind massiv tief, hat hier keine Chance, wird hier reihenweise überholt, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Da hat sich der Führer ja noch einen anderen Auftakt vorgestellt. Ja, und wir sehen auch Dirk Suda wird jetzt als Did Not Finish gemeldet. Das ist ja schon jetzt ja richtig rund. War das vielleicht einer der da auf. Das könnte sein, ja. Dass er einer von diesen war, die den Florian hier, ja. Oh. Na gut, das ist nun einfach ein eigentlich ein klassischer. Oh, und hier gibt es eine Kollision zwischen LMP, der hat, sieht man, würde man schon fast sagen, der GT-Fahrer raus. Ja, und das der war glaube ich schon vorbei. Jonathan Pazzi gewesen, der ist da wieder Opfer von der Kollision wurde. Ja, ich denke mal, der LMP-Fahrer hat sich wohl gedacht, der wäre schon vorbei und hat wieder außen an den Streckenrand gezogen, aber dem war wohl nicht so. Ja, das ist natürlich so. Solche Kollisionen, die sind eigentlich, sollten eigentlich nicht vorkommen zwischen Fahrer unterschiedlicher Klasse. Na, aber in der Hektik. Gut, das ist halt auch der Salz in der Suppe hier vom Mehrklassenrennen. Was genau. Und hier haben wir den nächsten, der mitten an der Strecke steht. Ja, das hat sich vor rechts noch zum Guten gewendet, im richtigen Moment weggefahren. Also, naja, so einfach scheint es hier nicht zu sein, vor allem jetzt beim Überrunden. Ja, also da sind wir dieses Mal auch froh, dass jetzt links und rechts keine Mauern stehen, denn sonst wären schon mehr Fahrer ausgeschieden und könnten wirklich die gesamte Auslaufzone nicht nehmen. Ja, also da die Kollision vor Startziel, die war halt, wenn du dich da drehst, die anderen waren sicherlich so spät, das hat wirklich Glückssache, ob da alle vorbeikommen oder eben wie in diesem Fall leider nicht. Können wir gerade gucken, ob der Jonathan Erzing beim Bremsen sah das nicht so sauber aus zur Corkscrew, aber jetzt scheint's, ja, nein, bleibt draußen, also nur keine Beschädigung am Auto. Also da hat man einen Ausfall bis jetzt, der Dirk Suder. Wir haben den Daniel Kilian mit schon zwei Boxenstopps, den Robert Schaldemar mit einem Boxenstopp und Florian Sixl auch mit einem Boxenstopp. Genau, hier haben wir ein Bild Steffen Bäumer, der wurde jetzt als Kollision eben gemeldet, aber scheint auch nur ein Dreher gewesen sein, keine größeren Probleme. Kurz an der Spitze haben wir Marius Bert vor Jens Botzka, etwa eine Sekunde und weitere vier Sekunden hinter Carsten Riebichen. Und in der GT2-Klasse führt Enrico Schaller zwei Sekunden von Marius Broich und eineinhalb Sekunden dahinter Daniel Faber. Genau, diese haben wir jetzt auch hier im Bild, den führenden in der GT2-Klasse, Enrico Schaller. Also hier scheinbar die Ferraris wieder ein bisschen besser aufgestellt wie die Porsches. Aber wie sich das dann bis zum Rennende entwickelt, das ist noch völlig offen, würde ich jetzt mal behaupten. Na, Dreher von Jürgen Müller haben wir hier im Hintergrund gesehen. Ich denke mal, es ist ganz schön rutschig hier abseits der Ideallinie. Also wenn du da beschleunigen willst, zu zweit nebeneinander, hat er auf der Innenbahn einfach ein Problem, überhaupt genügend Grip zu bekommen und da dreht man sich sehr schnell weg. Ja, mit dem nächsten Dreher. Das also da kommen wir nicht, kommen wir kaum mehr noch mit. Ja. Also wir beschränken uns jetzt noch immer auf Zweikämpfe. Wir gucken mal, dass wir jeden Fahrer hier immer ein bisschen im Bild haben und arbeiten mal die Dreher auf.
der Teil ist jetzt die ersten 10 Minuten durch. Also noch rund 20 Minuten, denke ich, bis man dann die Boxenstops erwarten können. Die werden vermutlich gerade bei den LMP auch wieder so auf die jeweiligen halben Stunden getimed sein, weil das halt auch am meisten Sinn macht, denke ich mir. Ja, hier haben wir jetzt die Kampfgruppe angeführt von von Todd Helling, dahinter Daniel Lange-Hegemann, Daniel Butt und dahinter sieht man jetzt schon Dominik Pieper und da hat sich Daniel Butt jetzt gedreht. Das heißt, der Dominik hat eine Position gut gemacht und liegt jetzt auf Position 10. Andreas Simon, der das letzte Mal aufs Podium geschafft hat, hat sich auch hier auch bereits auf Platz 5 vorgearbeitet. Er hat mit einer taktischen, ganz tollen taktischen Leistung in Long Beach sich den ersten Podiumplatz geholt und ist auch hier wieder stark mit dabei. Das gibt natürlich schon auch Motivation und Schub, wenn du mal ein Podium eingefahren hast. Ja, er war auch einer der Fahrer gewesen, die sich nebenbei den Stream angeguckt haben und somit ja, die Taktik des Gegners besser beurteilen konnten. Es war schon eine sehr gute Leistung von ihm. Hat er sich leider gedreht gehabt, von daher hat er den zweiten Platz verloren, sonst wäre es auch nochmal spannend geworden. Aber dritter Platz, denke ich, war auch ein Ergebnis, wo er sehr damit zufrieden war. Ja, an der Spitze bei den LMP hat sich so in 2-3 Sekunden Abstand etwas eingependelt. Nach wie vor Marius Berg, Jens Potzka, Carsten Wenichen, Mike Neumann, die jeweils zwischen 2-3 Sekunden Abstand haben. Also hier nicht gerade viele Zweikämpfe, von daher reichen wir es einfach so mal nach. Wir sind jetzt hier bei der Kampf. Daniel Butt dahinter Frank Schuster und noch das dritte Fahrzeug in der Gruppe, René Schammler. Und die GT2-Klassen, da hat es jetzt auch ein bisschen beruhigt. Da sind überall Sekundenabstände zwischen den Fahrern und auch unserem Zeitmonitor. Da blinkt es auch nicht mehr so oft rot auf. Das bedeutet, und da hat sich der... Ja, war schon wieder ein Verbremser, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, da hat sich der René Schammler etwas verbremst. Mal gucken, ob das Fahrzeug... Ja, da fehlt die Haube. Das war, glaube ich, einfach gerade der Splitter. Das würde bedeuten, noch ein längerer Boxenstopp. Ja, es hat zwar hier nicht viele Mauern, aber wenn du an der falschen Stelle dich verbremst, reicht es trotzdem. War eine Kollision vorne. Ob das Mike Neumann mit Andreas Simon, ja. Ja, ob es wirklich eine Berührung war, wollen wir mal noch hoffen lassen. Es kann natürlich auch sein, dass er halt auf die rutschigere Innenseite gedrängt wurde, weil er ein Fahrzeug neben sich hatte und da hat einfach der Griff nicht gereicht. Aber Glück gehabt, hat es hier nicht noch Kollateralschaden gegeben. Er ist jetzt zurückgefallen auf Platz 7, immer noch kein Beinbruch. Wir sehen wieder zwei Fahrer in der Box, René Schammler, wie... Ja, man nach dem Unfall drauf schließen könnte, weil es macht keinen Sinn hier auf dieser Strecke ohne Splitter zu fahren. Und Jürgen Müller und wir sehen Jonathan Erzin ist ausgefallen. Also das ist ja ganz schlecht. Ja, ob das jetzt doch eine Nachwirkung war von der Kollision. Wir haben überhaupt in diesen Boxenstops auch Röder Schamler, Robert Schaudernau. Nee, Robert Schaudernau war schon einmal drin, der ist einfach noch. Der fährt jetzt an den zwei vorbei, die in der Box stehen. Also hier geht ganz schön wild zu und her. Aber vielleicht hat der Jonathan ja da gelegentlich noch Lust, wenn die erste Wut verflogen ist, noch kurz bei uns reinzuschauen und uns zu erzählen, was da passiert ist. Haben wir leider nicht mitgekriegt. Wir sind jetzt im mittleren Feld der LMP2-Klasse. Da sehen wir im hinteren Fahrzeug Dominik Pieper und davor mit den eben blockierenden Reifen. Das ist Daniel Lange-Hegemann.
Wir geben uns bis zum Ende. Aber was hier ganz deutlich war, hier ab dem Bergaufstück, wo wir gesehen haben, wie sie den Porsche hier überrundet hat, ist doch ein enormer Geschwindigkeitsunterschied hier zwischen den LMP2 und den GTs. Und das ist halt schon nicht ohne. Da tauchen die Fahrzeuge schon sehr plötzlich vor einem auf. Also Boxenstopp, Jürgen Müller scheint etwas länger gedauert zu haben, wird jetzt hier immer noch als ja, und hier Box auch angezeigt. Zwischenfall zwischen einem GT und einem LMP-Fahrzeug, kann man was das zu Ende gesprochen. Wir sehen hier auch, der Ferrari ist beschädigt an der Front und das LMP-Fahrzeug ist auch richtig von der Strecke in die Bande geflogen. Also hier geht es ganz schön wild zu und her, das können wir eigentlich nicht so, aber wird wohl auch mit der Charakteristik der Strecke zu tun haben, weil wir hast da schon eine Menge unübersichtlicher Kurven, da kommst du Vollgas zur Kurve raus, hast da ein Hindernis und schon kracht es. Also, aber jetzt doch schon unüblich viele Zwischenfälle. Genau, hier ist der nächste ohne Haube, das ist Todd Helling. Ich denke, der war vorher weggerutscht bei der Kollision mit dem Ferrari, das könnte durchaus er gewesen sein. Ah, okay, dann war das der Fahrer im Hintergrund. Ja, wie gesagt, er muss jetzt auch wie die vorherigen muss er zum Boxenstopp kommen. Weil wir könnten hier mal so ein bisschen das Moderatorenklagelied noch singen. Wir haben ein schlechteres Bild wie Sie, meine Damen und Herren, als Zuschauer. Ihr kriegt ein HD-Bild. Wir haben da, naja, etwas verpixeltere Ansicht, dafür halt schön live. Und aber die Fahrzeuge nicht immer so genau zu erkennen, wie Sie es vielleicht sehen in Ihrem Stream. Ja, und es ist eigentlich erst eine Viertelstunde dauert das Rennen und wir haben schon sehr viel erlebt, also ich hoffe mal, das beruhigt sich jetzt, vor allem was die Kollision der Fahrer untereinander angeht, ein wenig, sonst ja, gibt das glaube ich nach dem Rennen nicht gerade die beste Stimmung, also da muss der ein oder andere morgen am Rosenmontag dann doch das ein oder andere Bier mehr trinken. Ja, ein guter Grund alleweil. Auf jeden Fall sind wir da gespannt auf die Interviews nach dem Rennen oder vielleicht auch noch, wenn man halt einer der Pechvögel, die ausgefallen sind, sich dann noch bei uns meldet. Also jederzeit seid gerne willkommen, da noch ein bisschen Insights uns zu erzählen. Und die Spitze, nichts Neues. Immer noch LMP, Marius Bert, Jens Kowalczka, Carsten Riemichen. Mit 3,5 respektive 6,5 Sekunden Abstand. Oh, und da dreht sich der Andreas Simon weg. War gerade, wollte ich sagen, der befindet sich jetzt wieder auf der Aufholjagd nach seinem Dreher und konnte, macht wahrscheinlich den nächsten Platz gut, aber jetzt verliert er nochmal zwei Plätze. Fällt auf Platz 9 zurück hinter seinen Teamkollegen. Ja, also entweder sind hier, bauen die Reifen wirklich stark ab. Und oder es ist halt ganz allgemein etwas rutschig, wäre auch erklärlich, weil das ist hier doch mehr oder weniger in Dünen, also hat man schon auch das Problem, dass man da Sand hat auf der Strecke und scheinbar nicht so einfach hier den Grip einzuschätzen, weil so viele Dreher sehen wir selten. Also bei Jürgen Müller weiß ich jetzt leider nicht, was das Problem ist. Der wird jetzt immer hier noch in der Box angezeigt, ob er jetzt wieder reingefahren ist, ob da was mit der Reparatur nicht geklappt hat. Das ist natürlich... Ja. Oder eine Durchfahrtsstrafe halt, weil oder er ja, genau. Ein Tick zu schnell war. Genau, an die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht. Ja, hier haben wir jetzt die beiden Teamkollegen, das mittlere Fahrzeug und da dreht sich Daniel, ach das gibt's ja lange her, kann man weg. Also hier ist wirklich im Minutentakt die Dreher, das haben wir ja noch selten gesehen, sowas. Ja, also irgendwie hier ist jetzt der Wurm drin, vielleicht sollten wir das Bild einfach mal auf dem Fahrzeug lassen, weil man kommt ja gar nicht zum Anmoderieren, wer im Bild ist, da dreht sich schon das Fahrzeug weg. Genauso wie hier jetzt Potzka auf Position 2. Ja, da hätte man auch sagen können, es hat sich gerade eingependelt, verliert jetzt einen Platz und dahinter kommt jetzt Mike Neumann, vielleicht nimmt er sich ihn jetzt auch gerade vor. Dann ein das schon überrundetes Fahrzeug. Mike Neumann ist zwei Sekunden hinter dem Jens Potzka. Oder waren das jetzt alle Leute, die entweder Stream gucken oder Kaffee kochen nebenbei? Ja, genau. Ich glaube, heute sollte man doch zwei Augen auf der Strecke lassen, um sich da ein bisschen zu konzentrieren.
Ja, weil auch halt die Frequenz hier vom Überrunden, die ist ja wirklich hoch. Also ich denke, hier ist der Tempoüberschuss von den LMP irgendwie besonders deutlich. Die fahren hier gerade die schnellen Kurven, fahren die halt so viel schneller und kommen mit so viel mehr Schwung hier den Berg hoch. Also das ist nicht ohne. Also. Hier haben wir das Überholmanöver Daniel Butt, der sich jetzt, ja, der kommt aus dem Lehrbuch, oder? Ja, also die das Fahrzeug noch abfangen kann. Er hatte eben Daniel Lange-Hergermann überholt. Jetzt ist das Fahrzeug vorne, ist Daniel Lange-Hergermann. Hat wieder die Position gut gemacht, aber Gott sei Dank mal kein Dreher, keine Beschädigung, kein Boxenstopp am Ende der Runde. Von daher alles gut gelaufen. Er hat sich jetzt etwas bisschen der Daniel Butt über den GT-Fahrer geärgert, wobei der hat es genau richtig gemacht. Er hat nämlich genau seine Linie gefahren. Ja, da steht der Nächste. Ja, das ist der Achim Böhm. Der hat nämlich seine Fronthaube schon mal abmontiert. Ja, der kann, glaube ich, wird auch gar nicht fahren. Aber da ist noch was anderes defekt am Auto. Ja, ich denke mal, der hat irgendwie auch noch einen Reifenschaden oder was mit dabei. Ja, weil er kommt hier in die Box und kann es reparieren lassen. Ja, genau. Beim letzten Mal hat er ja einen ähnlichen Einschlag gehabt. Da hat er eine Runde drauf Motorschaden gehabt. Hat er aber eben noch mal berichtet, hat er sich sehr drüber geärgert, weil er beim Rennen in Long Beach einfach nur auf Ankommen gefahren ist. Das hätte in der GT2-Klasse doch gut Punkte gegeben. Hoffen wir mal, dass jetzt am Auto nur wirklich die Front beschädigt ist, die getauscht werden kann und keine Probleme am Motor da sind. Ja, weil die Kühler sind auch beim Heckmotorauto an der Front. Genau, das stimmt. Oh ne, jetzt hat er parkiert. Ja, damit auch Achim Böhm leider ausgefallen. Also schon drei Ausfälle. Das ist natürlich ärgerlich, aber that's racing. Ja, sein Teamkollege Dirk Vogel liegt auf Platz 4 in der Gesamtwertung in der GT2-Klasse. Hoffen wir mal, dass er da, ja, wenigstens für das Team dann ein paar Punkte einsammeln kann. So, hier. Das zweite Fahrzeug ist Thomas Patzke, den haben wir heute noch gar nicht im Bild gehabt. Hat sich also geschickt aus der Affäre gezogen. Ja, kann man ja hier als positiv deuten, dass er noch keine Dreher, keinen Boxenstopp oder ähnliches gehabt hat. Ja, damit schon bei der einen Ausnahme. Also da ist jetzt wirklich so viele Dreher. Da mag ich mich jetzt nicht erinnern, wo wir mal im Rennen, vor allem halt im Rennen auf dem Niveau, dass er nicht irgendwie eine kleine Ligameisterschaft, wo man auch Spaß mal fährt, sondern die Leute hier, das sind wirklich alles ganz schnelle Leute. Und dass wir von den Piloten so viele Dreher hier zu sehen bekommen, das hätte ich mir ja auch nie gedacht. Genau, und jemand, der auch ziemlich unbeeindruckt fährt, ist der Marius Bernd. Der führt nämlich jetzt mit 10 Sekunden schon auf den zweitplatzierten Carsten Riemischen. Ja, ich denke, der lässt sich da auch wenig beeindrucken von den Verhältnissen. Wobei wir eben gesehen haben, einmal ein GT-Fahrzeug übersehen, eine kleine Kollision, Front weg und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Also das hat man, denke ich mal, aus den bisherigen Rennen gelernt. Also bis zum Zielstrich ist hier einfach nie irgendwas entschieden. Ein Boxenstopp, der ein bisschen schief geht und schon sind 10 Sekunden sofort wieder weg. Also das ist hier wirklich immer spannend bis zum Schluss gewesen. Ja, noch in dem Kurvengeschlängel, das ist eigentlich auch sehr schwer zu überholen, weil es gibt ja so eine Linie, die kann man fahren und sich dann irgendwie vorbei zu bremsen oder mal außen rum zu fahren, ist eigentlich kaum möglich. Also ja, die realistischste Überholchance ist in der Startzielgerade, da halt sehr mutig spät in die Bremse zu gehen und dann hoffen, dass es reicht. Genau, oder hier diese Kurve, wobei da muss man schon ganz dicht dran sein und muss dann auch hoffen, dass das Gegenüber, also der Gegner, da ein bisschen mitspielt und die Tür offen lässt. Ja, dieses Duell im Moment das Spannendste, mit unter einer Sekunde der Abstand zwischen den beiden Fahrern. Der Rest versucht, glaube ich, jetzt mal ein bisschen ruhig zu machen und sich auf sein Rennen zu konzentrieren.
Ich will es jetzt nicht sagen, aber in letzter Zeit hat sich auf unserem Zeitmonitor jetzt nicht viel getan, was Boxenstopps angeht oder rote Einblendungen. Von daher hoffen wir mal, dass es jetzt das Rennen seinen roten Lauf gibt. Aber es ist schon beeindruckend, wie viele schon an der Box waren und zum Teil schon bis 4 Boxenstopps hatten. Und wir haben noch nicht mal ein Drittel, also noch keinen regulären Boxenstopp bisher. Das ist auch als GT-Pilot ja nicht immer angenehm, so Situationen, wie wir es jetzt gerade sehen. Ja, also wirklich so, wie auch natürlich beim Sommerschlussverkauf. Ja, und dann willst du natürlich auch schauen, dass dein Vordermann nicht irgendwie unnötig Zeit verlierst, auch als GT-Pilot. Also das ist, da kann ich schon mitfühlen. Und hier scheint mir einfach der Unterschied sehr groß zu sein auf der Rennstrecke, weil es auch keine so künstlichen Schikanen hat, sondern sehr, sehr flüssig ist. Thomas Patzka hat jetzt durch die Überrundungen auch ein bisschen verloren. Wir sehen, Andreas Simon kommt jetzt in die Box, wurde noch als Dreher angezeigt. Aber eigentlich kann man sie auch schon als etwa ersten Boxenstopp bezeichnen, also weil wir sind jetzt bei Renndrittel, also durchaus auch möglich, dass er jetzt einfach seinen regulären Boxenstopp ein, zwei Runden früher macht oder so. Na, hier haben wir den Erstplatzierten im Bild. Marius Bert führt das Feld souverän an mit jetzt knapp 11 Sekunden Vorsprung. Dahinter auf Platz 2 bei den Carsten Riemchen. Der führt nur eine Sekunde vor dem Drittplatzierten Jens Potzka. In der GT2-Klasse ist der Stefan Bäumer an die Box gefahren in der Zwischenzeit. Ja, das sieht auch nach einem regulären Boxenstopp aus, also von daher. Ja, stand auch nicht so lang, also da war auch der erste Pflichtboxenstopp. Ja, hier haben wir Florian Sixel, der Ersatzfahrer, der hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen anders vorgestellt. Von den Rundenzeiten her war er sicher sehr gut dabei gewesen, hat man auch im Warm-up gesehen, aber jetzt im Rennen läuft es, glaube ich, weniger ideal für ihn. Ich bin mal gespannt, ob die halt vor allem wegen irgendwie zum Beispiel Problemen vorne rechts, dass sich doch des Öfteren noch an den Dreher rein bewegt haben, aber halt die Außenseite, die rechte Seite der Reifen doch schon deutlich mehr beansprucht wird wie die linke Seite. Und dann in der Rennaction halt noch mehr wie vorher beim Testen und so, dass du hier wirklich ein Problem hast mit der Reifenhaltbarkeit. Immer hier, GT zeigt sogar schon durch Lichttube an, dass er die beiden gesehen hat und sie überholen können. So, hier die beiden, der 9. und 10. Platzierende, Frank Schuster vorne und dahinter Daniel Butt. Und ich glaube, hier können auch die Fahrer froh sein, dass es in R-Faktor keinen Bremsplatten gibt wie in anderen Simulationen. Denn hier diese stehenden Reifen zur Anfahrt Corkscrew, da hätte man sich auch noch schnell dann den linken Vorderreifen ruiniert. Entsprechend die Vibrationen vor allem. Genau. In der Box haben wir jetzt gesehen, Florian Sixel. In der GT-Klasse jetzt wirklich drei Ferraris vorne, Enrico Schaller, Markus Broich, Daniel Faber und dann schnellster Porsche, der Dirk Vogel auf Platz 4. Ja, das wundert mich ein bisschen. In den ersten Rennen, da war nur Porsche vorne. Jonathan Erzin hat meistens das Feld in der GT2-Klasse angeführt und dann heimlich still und leise kamen immer mehr Ferraris ins Bild. Da hat man wohl nachgebessert in Maranello. Genau. Ich glaube, wir hatten doch sogar auch Corvettes bei den ersten Rennen. Diese haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen. Ja, die sind leider ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Schade, weil schönes Auto, toller Sound. Aber hier kommt es jetzt wirklich auf Ferrari gegen Porsche an in die Saison. Ja, Jens Potzka, wenn wir hier den Zweikampf sehen,
Daniel Putt scheint jetzt den Frank zu überholen. Ja, Frank hat sich, glaube ich, hier leicht verbremst, ist ein bisschen zu weit rausgekommen, zu viel Schwung verloren und schon passiert. Ja, Jens Botzka war auch in der Box gewesen, das sah nach einem Pflichtboxenstopp aus und Florian Sixel, der Ersatzfahrer für den Max Baumann, wird jetzt hier als Dittner Finish gemeldet. Also das war ja, weniger sein Rennen heute. Also es sind ja nicht eigentliche Pflichtstopps, sondern Tankleerstopps. Aber so gesehen reguläre Stopps, also nicht ungeplante und der nächste Dreher. Genau, das muss immer noch Frank Schuster gewesen sein, ja. Scheinbar ist ja die abseits der Ideallinie auch ganz schön schwer, da muss man deutlich langsamer durch die Kurve. Da haben wir jetzt doch etliche Dreher gesehen in Situationen, wo zwei Fahrzeuge nebeneinander durch die Kurve gehen, dass einer sich wegdreht. Dominik Pieper jetzt vom Boxenstopp. Ah, Florian Sixel hat jetzt aufgegeben am Boxenstopp. Das scheint wohl einen nicht reparablen Schaden gewesen zu sein oder sowas. Das jetzt did not finish. Daniel Lange-Hegemann jetzt auch in der Box. Das sind jetzt die regulären Tankstopps nach einem Renndrittel. Wir gucken mal ein bisschen in die GT2-Klasse. Auch wenn es da leider nicht so viele Action zu vermelden gibt. Normal in der American Le Mans Serie sind die ja sehr für gute Action bekannt. Oder siffte Daniel Butt. Ja, Daniel Butt wird hier als Dreher angezeigt. Genauso wie, die beiden Mike Neumann und Thomas Patzke kommen zum Boxenstopp. Deswegen gingen sie jetzt hier zum Zeitmonitor. Also bei denen kein Dreher, sondern nur ein Boxenstopp. Hier wird Reifen gewechselt, also da ist scheinbar im ersten Stint nicht mit harten gefahren worden. Der wurde nämlich aufgehoben oder muss sogar mit harten Reifen bereits die Reifen wechseln, weil halt die Beanspruchung hier so extrem ist. Das werden wir dann je nachdem am Schluss vom Rennen halt hören. Hier hatten wir noch Daniel Kilian gesehen, der Ausgang von seinem Dreher. Also vielleicht können wir den Fahrern für das nächste Mal mitgeben, sie kommen auch ins Bild, wenn sie sich nicht abseits der Strecke befinden. Wir werden auch so im Laufe des Rennens da durchgehen, das ist ja heute wirklich extrem. Ja, da bin ich mal gespannt dann auf die Antworten, warum es hier so besonders viel Dreher jetzt gegeben hat. Ob er einfach zu viele schon dachten, ja, Streamschauer nebenbei, das mache ich doch jetzt auch mal. Ob das der Grund ist, dass man es eben doch besser lassen sollte. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie Marius Bert, der Gesamtführende, den Führenden in der GT2-Klasse, Enrico Schaller, überholt hat. Aber sich vorher beim Überholen von Porsche auch etwas verbremst hat, da glaube ich, ist auch der Porsche zur Kurve raus nicht voll auf dem Gas gegangen, damit der vorne wegkommt, weil der war da schon ganz schön weit außen und ziemlich langsam. Da an der Box der Carsten Riemichen, ja. Wir können jetzt mal gucken, ob er vor dem Jens Potzka bleibt. Der Jens Potzka wird bei mir mit zwei Boxenstopps angezeigt, ob der eine Durchfahrtsstrafe gekriegt hat. Er kommt jetzt hier, er wird jetzt ein bisschen aufgehalten, natürlich unbeabsichtigt von dem Ferrari und ja, vielleicht wäre es knapp geworden, wäre jetzt der Ferrari nicht zu überrunden gewesen. So, noch haben wir ein paar Fahrzeuge ohne Boxenstopp. Wir machen dann nächstes Mal eine Gesamtwertung, wenn mal das Thema durch ist. Noch vier Fahrzeuge nicht in der Box waren. Marius Bert, Steven Zecher, Daniel Butt und Frank Schuster. Also Marius Bert ist jetzt in der letzten Runde, jetzt wollte ich es gerade sagen, langsamer, 2 Sekunden langsamer als seine schnellste gefahren, aber jetzt wird ja auch hier neue Sektorbestzeit bei ihm eingeblendet, also da scheinen die Reifen noch ganz in Ordnung zu sein.
T-Klasse sind noch keine regulären Boxenstopps gemacht worden, da sind doch der größere Teil der Fahrer noch ohne Boxenstopp, die kommen ein bisschen weiter. Ich glaube, die haben auch etwas größere Tanks wie die LMP-Fahrzeuge. Genau, da führen drei Ferraris, also Enrico Schalla vor Markus Broich, vor Daniel Faber, alle drei im Ferrari, vor dem ersten Porsche, der von Dirk Vogel pilotiert wird, und dann Olaf Ness. Und Dirk Vogel, glaube ich, wird hier gerade ein bisschen von der Strecke geschubst beim Überrundungsmanöver, oder weicht halt hier in weiser Voraussicht auch selber ein bisschen schon aus, weil das wäre sonst, glaube ich, auch schief gegangen. Also besonders viel Geduld legen die LMP-Fahrer hier schon nicht an den Tag, das denke ich, würden wir mittlerweile schon mal sagen bei all den Szenen, die wir gesehen haben. Ja, jetzt können wir gleich mal die Boxengas ein bisschen im Auge behalten, während jetzt hier der dritte und viertplatzierte Carsten Riemisch und Jens Potzka an der Boxengasse vorbeifährt, denn die ersten beiden, Marius Berde und Steven Zischer, sind jetzt auch in der Box. Und scheint so, als ob die beiden vorbei zu gehen, auf jeden Fall an den Steven, ja. Ja, und auch am Marius Berde. Jawohl, das ist jetzt wieder vorne. Gerade ja, Marius Berth kommt jetzt hier erst aus der Boxengasse raus, also das könnten dann unterschiedliche Rennstrategien sein. Ja, also wir haben zumindest die ersten vier sind jetzt schon mal durch hier bei Startziel. Carsten Riemichen, Jens Potzka, Marius Berth und Thomas Batzke auf den ersten vier Rängen jetzt nach der ersten Serie von regulären Boxenstops. Ja, jetzt onboard mit Jens Potzka anbremsen zur Corkscrew, davor Carsten Riemchen, der Gesamtführende. Man darf nicht vergessen, hier sitzt die Kamera höher wie der Pilot, die ist hinten an der Airbox montiert. Also der Pilot hat deutlich schlechtere Sicht auf die Strecke wie wir hier im Moment. Genau, das ist jetzt die Helmperspektive, jawohl. Jetzt wenn wir hier mal eine Runde drauf bleiben, damit man auch ein bisschen sieht, wie zum Beispiel beim Kurs, so wie unübersichtlich das ist aus dem Cockpit. Das war einfach, um hier halt auch mal zu zeigen, dass das gar nicht so einfach ist. Genau, und hier auch hier schon wieder absolut blind, man sieht nichts. Erst jetzt sieht man ein bisschen runter und erst jetzt siehst du wirklich in die Kurve rein, also sehr, sehr spät. Natürlich muss man hier auch in den Kurvengeschlängeln ein bisschen aufpassen, wenn man da zu nah im Windschatten fährt, dann verliert man natürlich auch Abtrieb auf der Vorderachse, das Auto neigt dazu zu untersteuern. Müller wird jetzt als Ausfall gemeldet. Jetzt geht's wieder hier anbremsen zur Corkscrew. Und jetzt hier sieht man ja wirklich eigentlich das erste Mal nichts und hier sieht man jetzt wirklich nichts, bis man eigentlich dann jetzt erst eintaucht. Also eine sehr schwierige Stelle hier. Und auch da eben, wie schon erwähnt, das Anbremsen mit Bodenwellen etwas rutschig und noch leicht in die Kurve rein. Das nicht ohne, da haben wir auch schon mehr wie einen gesehen, der geradeaus in den Reifenstapel gerutscht ist, weil ja, also wirklich schon eine anspruchsvolle Strecke, wenn man schnell fahren will. Ja, und wie Sie sehen, haben wir jetzt auch wieder einen Zeitmonitor. Ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht der Lutz zu Hause ein bisschen gedreht hat und den wieder gerichtet hat, aber wir sind jetzt froh, dass wir das auch wieder haben, auch für uns eine kleine Erleichterung. Und ich denke auch für die Zuschauer ist ganz schön zu sehen, wer jetzt im Bild ist, wenn man dem Wortlaut von uns auch nicht immer ganz folgen kann. Ja, Feenstab sagt man dem in der IT. Ja, wunderbar, da denke ich eine helfende Hand. Ja, also auch wenn wir immer über die internationale Regie hier ein bisschen herziehen, das war jetzt super Arbeit. Und hier sehen wir, wie eng und wie rutschig es dann wird, wenn man hier noch überholt. Da hätte es nicht viel gewählt und der wäre schon neben der Strecke gewesen. Also genau, der Jens Potzka, ich glaube, das ist der Daniel Puttier, der Ferrari, der dazu überrunden war. Oh, und Markus Broich, der Zweitplatzierte. Das sieht aber auch gar nicht gut aus. Ja, ist hier doch sehr langsam unterwegs, also ich würde mal auf irgendeinen Reifenschaden vorne tippen. Also der wird jetzt sicherlich in die Box fahren,
Rico Schaller, das vorher, glaube ich, war Daniel Faber mit der Fahrt seinem Ferrari, den wir vor kurz gesehen haben, und jetzt Markus Broich jetzt in der Boxengasse. Hoffen wir mal zumindest, dass es ein reparabler Schaden ist. Ja, und davor sehen wir Robert Schaudaner. Etwas spät seinen Stopp macht, weil er hatte relativ früher umgeplant und konnte, denke ich, von daher jetzt etwas länger draußen bleiben. Oh, und dann hier die nächsten, der hintere dreht sich, nimmt aber seinen Vordermann gleich auch noch mit, also. Ja, und das waren die ersten beiden. Das war jetzt Kotzka, da haben wir ja gerade im richtigen Augenblick nochmal umgeschaltet. Der wunderbar, die internationale Regie im Moment, absolut wach. Das war Action ohne Ende hier. Ich wollte gerade sagen, die beiden sind auch nicht mehr weit auseinander und dass sie sich dann so nahe kommen, aber sie sind alle, ja, scheint keine größere Kollision zu sein, fahren weiter. Jetzt sehen wir hier, Thomas Katzke ist das zweite Fahrzeug, der zweite Vortex. Der jetzt, und dahinter ist der Jens Potzka, ein bisschen weiter vorne, weiß der Carsten Hinschen, jetzt nochmal zu sortieren. Marius Bert jetzt die Führung übernommen. Genau, der hat natürlich von dieser Aktion profitiert. Also ich glaube, der ist auch im Grinsen an die Corkscrew vorbeigefahren. Ja, und hat auch fast 4 Sekunden Vorsprung jetzt. Der konnte gleich auch ein bisschen schon wegfahren, bis die sich hier wieder einig waren. Aber so schnell kann es gehen. Ja, und das wird jetzt interessant, weil er ja eigentlich hat eine längere Standzeit gehabt. Wenn er einen Full-Service gemacht hat, dann hat er jetzt davon richtig profitiert, weil er jetzt wieder in Führung ist. Ja, wir kriegen ein bisschen noch Zuschauerfeedback, also auch die Zuschauer trauen sich mit scheinbar momentan an ihren Fernsehsesseln fest, weil es hier wirklich spannend ist und Action ohne Ende. Ich meine, für die Action sind eigentlich die Piloten verantwortlich, ja nicht wir. Wir haben da bisher ganz schön Glück gehabt, dass wir einiges der Action hier mit einfangen konnten. Und ja, also Action eigentlich wie immer sehr viel, nur so viele Dreher, das haben wir jetzt wirklich, glaube ich, noch bei keinem dieser Rennen dieser Serie jetzt gehabt. Also das wird schon auch an der Strecke an sich liegen, dass die halt doch vielleicht sehr rutschig ist. Da werden wir sicher noch ansprechen dann in den Siegerinterviews. Genau, hier haben wir Mike Neumann im Brakesman Sandwich, vorne fährt Dominik Pieper und dahinter Andreas Simon, sein Teamkollege. Bei dem ist es ja nach einem guten Start jetzt nicht mehr so gut gelaufen und Dominik Pieper muss hier verzögern. Das ist, glaube ich, Daniel Gut, der da vorne fährt. Oh, der Faber, hm? Blau-Weiß. Daniel Faber, genau, ja. Aber wir sehen hier, wie es gerade alles sehr kritisch wird, wie dicht die Autos auflaufen, wenn nur ein GT-Fahrzeug hier mal in der Kurve im falschen Moment davor ist. Also hier ist, denke ich, haben wir noch auch die restliche Zeit noch genügend Action hier auf dieser Strecke. Ist richtig toll. Genau, wenn man natürlich sagen, da muss gebremst werden für ein GT2-Fahrzeug, das soll dann natürlich nicht heißen, dass das irgendwie absichtlich ist, sondern das sind halt im Kurvenscheitel Geschwindigkeitsunterschiede durch die Klassen bedingt und da ist das keine Schuldzuweisung für einen GT2-Fahrer. Nee, das ist nie so gemeint. Und jetzt haben wir gerade gesehen, Todd Helling hier vorher beim Kurvenausgang ein bisschen im Sand und dadurch hat der Frank Schuster deutlich besser beschleunigt und seinen Platz gut gemacht. Ja, jetzt wollen wir mal, auch wenn es die anderen beiden Duelle in der LMP2-Klasse wirklich spannend sind, jetzt auch noch mal zur GT2-Klasse kommen, denn da gibt es jetzt auch ein schönes Duell zwischen dem Olaf Ness und dem Richard Fram. Gewürzt ein bisschen LMP dazwischen. Genau, das ist schön bitter. Ah, schade, jetzt fährt er in die Box. Dadurch haben wir jetzt leider das Überholmanöver verpasst. Das Andreas Simon hat jetzt, wie wir hier sehen, den Mike Neumann überholt. Es sah auch ein bisschen schneller aus. Ist jetzt hinter seinem Teamkollegen Dominik Pieper auf Platz 6, Dominik Pieper auf Platz 5. Und hier ja durchaus Stallregie erlaubt bei diesen Rennen. Also wenn der eine deutlich schneller ist, denke ich, wird sich der andere hier nicht allzu lange wehren und einfach mal versuchen, hinten dran zu bleiben am schnelleren Auto. Also kann sein, weil im Quali war der Andi Simon etwas schneller. Genau, und hier haben wir auch Stallregie oder kontrolliertes Überholen. Da ist nämlich der Carsten Riemchen führt vor Thomas Patzke. Jens Potzka ist jetzt ein bisschen zurückgefallen.
Und Marius Bert immer noch mit etwa 3 Sekunden Vorsprung. Jetzt hier mal zu Dirk Vogel schalten, der hinter dem Olaf Ness hinterherfährt, wobei ich glaube, dass der Olaf dann doch ein Ticken schneller ist. Weil ich mich jetzt ein bisschen wundere, ist der Olaf nicht mal im roten Ferrari, im roten Porsche gefahren mit gelben Spiegel. Aber kann auch sein, dass ich die beiden jetzt hier ein bisschen verwechsle. Das kann durchaus sein. Ich könnte es jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber auf jeden Fall hier doch ein bisschen scheinbar eine Strecke, die vielleicht den Mittelmotorautos besser liegt wie den Heckmotorautos. Kann durchaus sein. Mit diesen sehr schnellen, flüssigen Kurven. Hier sind wir ein bisschen im Hinterfeld von der LMP2-Klasse. Vorne der Todd Helling und dahinter René Schammler. Und da war jemand, das war der Frank Schuster gewesen, der sich jetzt hier wieder einfädelt, der sich in der Cox Crew ein bisschen verbremst hat. Ja, speziell er hat vor uns und vor dem Rennen noch erwähnt, dass eben da das Anbremsen der Cox Crew sehr, sehr heikel ist. Ah ja, bis gerade die Meldung bekommen vom Rennleiter, dass das genau stimmt, der hat das Team gewechselt. Also hast du dich gar nicht getäuscht, Tobias. Ja, bin ich vielleicht doch ein bisschen besser wie Heiko Wasser, der schon seit 10 Jahren Formel 1 kommentiert und die einzelnen Fahrer kennt. Und ich habe es jetzt geschafft, innerhalb von 7 Rennen mich ein bisschen was zu erinnern. Da sind wir auch dankbar an die Tipps vom Rennleiter. Ich hoffe, der fährt jetzt hier nicht noch nebenbei mit. Geh mal auf Platz 3, 4. Ich denke mal, da sind die Jungs jetzt mittlerweile ganz schön dicht beieinander. Thomas Fatzke vor Jürgen Potzka. Ja, also jetzt unter einer Sekunde. Also schauen wir mal, was da passiert, wenn sie wieder zum Beispiel auf dem GT auflaufen. Dann ist so ein Vorsprung auch glücklich weg. Nochmal kurz zum Olaf Ness, der wollte das letzte Mal, hatte sich ja so unglaublich drauf gefreut, ihn zu interviewen. Ich weiß jetzt nicht, er liegt im Moment auf Platz 3 in der GT2-Klasse, ob sich dann der Lutz hier nochmal einloggt, um den Olaf zu interviewen oder ob wir das dieses Mal machen. Aber bis dahin sind sie jetzt hier noch 40 Minuten zu fahren, also da drücken wir mal dem Olaf die Daumen, dass er es schafft. Hoffentlich haben wir es noch nicht verschrien damit. Ist immer gefährlich. Ja, aber wie ihr gesehen habt, hier bewegt sich wirklich alles. Also da wird das Feld immer wieder mal runter durcheinander gewürfelt. Unter anderem auch eben wegen den zwei verschiedenen schnellen Klassen. Also ich fahre solche Rennen und bin solche Rennen immer sehr gern gefahren, weil da muss man sich doch noch ein bisschen auf was Zusätzliches noch einstellen. Das ist nicht nur ein Vorne-Wegrasen und die Chance, dass man überhaupt überrundet, sehr klein, sondern hier hat man halt dauernd ein bisschen Verkehr. Ob man jetzt zu der schnellen oder zu langsameren Klasse gehört, es gibt schon wesentlich mehr Action auf der Strecke dadurch. Also ich bin das immer sehr gern gefahren. Ja, macht natürlich auch den Reiz. Oh, und so. Da haben wir den Robert Schaudern aber rechts etwas neben der Strecke, hat ein bisschen langsam raus beschleunigt. Und da beim Überholmanöver ist es dann aber zu einer Berührung gekommen und auch direkt wieder zum Auflaufen. Also wir sehen hier die Abstände, die können sich ganz schnell verschieben. Jetzt hier hart über den Sand gedonnert. Aber sehr fair gewesen von dem Jens Putzka. Wir haben keine Handzeichen gesehen, die er da gegeben hat. Keinen internationalen Fahrergruß. Genau. Ja, ich glaube, bei Grand Prix Legends, diesem Klassiker und auch diesem, ja, der ersten richtigen Rennsim ging das ja, dass man den Arm irgendwie bewegen konnte. Wie gesagt, hier bei R-Faktor ist natürlich das nicht möglich, einem anderen Fahrer Handzeichen zu geben. Das ist die einzige Kommunikation, die Lichthupe. Ja, und heute ist ja nicht mehr wie in den 60er Jahren, da wurde aber sowas einfach akzeptiert und heute wird es da ja eh gleich gebüßt oder gesperrt oder weiß ich der Teufel was. Also von daher ist es ja besser, ist es so. Und der nächste Dreher. Ja, Jens Potzkam. Ob der jetzt seine Reifen ein bisschen überansprucht hat vorher bei der Aufholjagd oder was auch immer da war, also da bin ich schon gespannt auf die
Antwort der Frage, wieso wir hier so viel Dreher sehen. Also das nimmt mich nun mal echt wunder. Also ich darf auch gern mal einer der ausgeschiedenen Fahrer, sofern sie hier noch zuhören, mal bei uns in den Übertragungswagen kommen. Da sind wir auf jeden Erfahrungsbericht dankbar. Damit an der Spitze jetzt auch wieder ein bisschen größere Abstände. Marius Berth knappe 4 Sekunden vor Carsten Riemichen und der etwas mehr als 3 Sekunden vor Thomas Batzke. Und Jens Potzka jetzt halt mit 11 Sekunden Abstand nach seinem Dreher. Und noch 10 Sekunden vor Andreas Simon, der sich wieder auf Rang 5 vorgekämpft hat. Mal sehen, wie das bei ihm, beim Andreas, nach dem zweiten Boxenstopp aussieht. Beim letzten Rennen war er ja auch heimlich still und leise an der Position und Position gut gemacht. Und hier der Nächste, der sich verbremst hat im Kurzgrün. Genau, müsste der René Schammler gewesen sein, wird jetzt hier als rot angezeigt. Mal sehen, genau, aber scheint keinen Schaden zu haben. Ja, Haube ist zumindest noch dran. Was wir halt hier nicht sehen können, ob es den Splitter erwischt hat, was eigentlich dann etwas ärgerlicher ist wie die Haube. Ja, fährt hier ein bisschen eine seltsame Linie durch die Kurve. Hier sind wir jetzt nochmal in der GT2-Klasse, wird auch gerade eingeblendet, Olaf Ness vor Dirk Vogel. Ja, der lässt sich hier nicht wirklich abschütteln vom Ferrari. Ja, ich hatte den Achim noch vor dem Rennen, haben wir ein bisschen gesprochen, haben wir dann ein bisschen über seinen zweiten Platz gewitzelt, der mal eingefahren hat, hat gesagt, das sollen wir auf jeden Fall wieder erwähnen. Er freut sich da jedes Mal sehr drüber. Er hat gesagt, ja heute, das liegt vor allem am Dirk, der muss die Kohlen aus dem Feuer holen, dass jetzt wirklich so gekommen ist. Ist natürlich ein bisschen schade für die Teamwertung, aber da drücken wir dem Dirk mal die Daumen, dass er vielleicht hier sogar noch aufs Podium fahren kann. Ja, aber der Achim ist ja auch nicht aufgetaucht bei uns, also von daher war er doch schon ein bisschen enttäuscht, denke ich mal, dass er ausgefallen ist. Das hat er sich wohl auch nicht so ausgerechnet, also auch jetzt noch darfst du jederzeit noch vorbeischauen, Achim. Sonst müssen wir hier ein bisschen mehr Druck aufsetzen und wir erwähnen den zweiten Platz nur noch, wenn er auch bis ins Ziel durchfährt. Ja. Hier haben wir jetzt Andy Simon an der Box. Das ist jetzt aber eigentlich ein bisschen früh schon für, ja, 36 Minuten noch zu fahren. Gut, das könnte schon der zweite Boxenstopp sein, halt taktisch etwas vorverlegt. In guten 5 Minuten dürften wir eigentlich schon bereits die zweite Reihe der Boxenstops der LMP-Fahrzeuge erleben. Also die zweite Halbstunde war jetzt im Nu um bei der Rennaction. Ja, es geht heute wirklich sehr rasant rum nach den anfänglichen technischen Problemen. Ich hoffe, das werden uns die Zuschauer, können sie auch einfach in diesen 10 Minuten überspringen. Und, aber danach ging es ja richtig zur Sache hier. Ja, also Langeweile war hier nicht eine Minute, also auf jeden Fall. Ja, bei Marius Berth, wie gesagt, da dürfte jetzt die weitere Taktik eigentlich klar sein, noch einen Boxenstopp machen und den ersten Platz ins Ziel zu bringen. Also, ja, der zeigt sich ja relativ unbeeindruckt von dem Ganzen. Ja, musst einfach halt, ich denke mal, die Überrundungen sind hier schon wirklich das Heikle, da musst du halt richtig cool bleiben, auch vielleicht mal jetzt doch mit 6 Sekunden Abstand vielleicht mal eine Kurve warten noch und nicht unbedingt noch schon in der Kurve vorbeidrängen. Und hier wird es wieder knapp, hier hat sich dann der Ferrari etwas verbremst, weil er nicht seine normale Linie fahren konnte, also da ist noch nichts in trockenen Tüchern hier. Ja, ähnliches Bild, ja, sogar noch wird jetzt hier mit 5 Sekunden, wobei ich da nicht drauf gehen würde, ich vertraue den 13 Sekunden, die hier über das Live-Timing eingeblendet werden, ein bisschen mehr. Auch Todd Helling jetzt mit seinem zweiten, denke ich, regulären Boxenstopps. Vielleicht da eh nochmal auf harten Reifen gefahren wird, dann auf dem dritten Stint hin mit einem Wechsel werden gewisse ein bisschen früher reinkommen, weil mal davon ausgegangen ist, jetzt schon 2 Stints auf den harten Reifen drauf sind und man wechseln muss, macht es ja Sinn, ein bisschen früher vor Renndrittel, sofern es dann sprittechnisch reicht, reinzukommen und auf dem neuen Satz ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde zu fahren.
Ja, wir sehen hier, dass der Dirk Vogel am Olafnes vorbeigegangen ist. Das haben wir jetzt leider verpasst gehabt. Damit Dirk Vogel, ja. Oh! Da wurde der Olafnes aber ein bisschen abgeräumt. Ja, das haben wir jetzt wirklich schon etwas zum, denke ich, schon fast dritten Mal gesehen, dass hier ein GT-Fahrer von LMPs abgeräumt wurde. Das ist. Ja, und das ich denke mal, da wird die Rennleitung dann auch noch ein bisschen ein Wort mit den GT-Fahrern sprechen, weil das kam jetzt doch schon etwas häufig vor. Junggeduld ist immer zu verstehen, trotzdem ist es verdammt schwierig, da sich zurückzuhalten, das ist klar, aber wenn es dann so rauskommt, ist ja schlussendlich beiden nicht geholfen. Weiß jetzt nicht, ob da Robert Schaudener involviert war, der wurde ins Rot eingeblendet, war in dieser Ecke auch unterwegs, aber welcher von den beiden Fahrern ist jetzt LMP-Fahrern gewesen, das kann man leider schlecht sagen. Das werden die Beteiligten selbst allerdings ganz genau wissen. Ich denke auch, und die Rennleitung, die auch hier zuschaut, ich denke, die wird auch dann direkt ein Auge nach dem Rennen, wobei die kann sich die ganzen Szenen wahrscheinlich nicht mehr merken. Die kann ja gleich mal Überstunden schieben, die Rennleitung nach dem Rennen. Ich denke, da gibt schon noch das eine oder andere Manöver ein bisschen was zu diskutieren, weil so viel Spektakel halt, wir mögen das ja schon, aber wenn es dann zu so viel Drehen, Unfällen oder Ausfällen führt, ist dann natürlich nicht mehr wirklich schön. Aber ja, hängt halt mit der Streckencharakteristik zusammen, denke ich auch. Ja, nachdem es ja schon in Sebring ordentlich Überstunden gab, weil da der ein oder andere Fahrer die Linie ein bisschen anders interpretiert hat, wie es im Briefing gesagt wurde, ja, ist heute kann sich die Rennleitung dann mehr mit Ausfällen und Drehern, falsches Einfällen wieder auf die Strecke beschäftigen. Wir haben auch gesehen, kurz im Sand, am Kurvenausgang eine Kurve zuvor und schon fehlt halt das Tempo für den Rest und man hat wieder einen Platz. Ja, jetzt wieder Dominik Pieper vor Andy Simon, allerdings Andy Simon schon mit zwei Boxenstops, Dominik Pieper noch nicht. Daniel Lange-Hegemann jetzt in der Box, da. Auch bei seinem zweiten Stopp. Auch der Jens, der Jens Potzka hatte, glaube ich, zwei, der hat irgendeine Durchfahrtsstrafe oder was, also der noch immer auf dem ersten. Carsten Riemichen hat aber seinen zweiten auch schon gemacht, jetzt auf Platz 6 zurückgefallen, er wird auch etwas länger wie 30 Minuten auf dem dritten Satz fahren. Die beiden Führenden noch auf mehr, oder die drei Führenden, fünf Führenden sogar noch ohne zweiten Boxenstopp. Na, hier wurde Daniel Kielmann und Dreher beim Rausbeschleunigen auf dem Körb, Heck weg. Ich denke mal, das hat auch mit den Reifen zu tun und damit gleich ein Ausfall für René Schammler. Schade, schade. Ich wollte sagen, das sah jetzt doch ein bisschen anders aus wie aus dem Scream, aber man darf hier einfach nicht auf Fahrzeuge blenden. Daniel Butt kommt nur in die Box. Genau, dann klingt das hier bei uns kurz rot, also kein Dreher von seiner Seite. Aber wir sehen hier eine Unachtsamkeit, ein Tick zu früh auf dem Gas oder zu sehr auf dem Curb, Heck weg, und wenn es dich dann so trifft in die Mauer, und da kenne ich einen Corvette-Fahrer, der weiß, wie das geht mit der Mauer hier. Dann habe ich mir heute nämlich angeschaut, dass das Duell von Jan Magnussen und wie hieß er im Porsche? Ja, Bergmeister. Bergmeister, das war ja schon auch nicht ganz saubere Sache, also an den Mauern hier kann man auch ganz schön viel Geld liegen lassen, sage ich jetzt mal nur. Und Marius Wert kommt in die Box, genau, wobei man zu diesem Duell noch sagen muss, dass ja, ich glaube, zwei Jahre davor ein ähnliches Duell war mit Jörg Bergmeister und Jamie Mellow. Genau, in Sebring, wo ja der Jörg Bergmeister ein bisschen in der letzten Kurve aus dem Weg geräumt worden ist und hat gedacht, was passiert mir jetzt kein zweites Mal. Also jedem zu empfehlen, mal Magnussen, Bergmeister, Laguna Seca geben in YouTube und das genießen. War generell herrliche drei Runden da am Schluss, unglaublich. Genau, sehr schönes Video, das auch in guter Qualität sogar bei YouTube verfügbar ist. Von ja, HD, obwohl es schon dunkel ist, super Qualität. Also unbedingt jedem zu empfehlen, das sich reinzuziehen vom Feinsten. Aber ja, hier zurück zu unserem Rennen. Eben ein bisschen viel Schaden haben wir schon mal besprochen. Jetzt im Moment die zweiten regulären Boxenstopps im Gange. Marius Bert war jetzt auch drin schon. Thomas Batzke in Führung.
noch nicht drin, hat jetzt 24 Sekunden Vorsprung, aber muss noch zum Boxenstopp. Frank Schuster in der Box. Genau, nicht die beiden Teamkollegen. Wundert mich jetzt, dass der Dominik Pieper dem Andreas keinen Platz macht, weil der ja nochmal in die Box muss. Der Dominik ist ein bisschen ungünstig, da hinterher zu fahren, oder sie machen sich jetzt einfach einen Spaß draus, aber naja. Ja, der führende Thomas Patzke kommt jetzt in die Box. Können wir mal kurz auf den Marius Bert schalten und mal sehen. Und da hinten ging der nächste ein bisschen ab. Unglaublich, also da kriegst du einfach. Und da ja. Steht schon wieder einer, also das ist der Daniel Putt, der hier steht, also das gibt's ja heute gar nicht. Ja, das ist wirklich unglaublich, also die haben hier wohl irgendwie, ich weiß nicht, was die für Reifen gekriegt haben heute. Irgendwie 50% Schmierseife oder was da der Fall war, also sowas haben wir ja nicht gesehen bisher. Und nochmal, wie gesagt, also es sind nicht irgendwelche Fahranfänger hier am Start, sondern um hier so mitzuhalten, da muss man schon ganz schön was drauf haben. Und selbst diese Jungs kämpfen hier richtig mit dem Grip. Ja, also, ja. wo wir eigentlich drauf hinaus wollten, ob Marius Berde schafft, die Führung von Thomas Patzke zu übernehmen, ging jetzt natürlich wieder unter. Aber wie wir es auch hier in der Einblendung gesehen haben, also er hat es geschafft. Das war ja, ja. Und er lässt sich auch hier von den Bedingungen irgendwie überhaupt nicht beeindrucken. Also es könnte so ein... Ja, der fährt so wie sein eigenes Rennen. Wie wenn ihm das Ganze irgendwie nichts angeht hier. Das ist jetzt unglaublich. Und er hat einen riesen Vorsprung jetzt eigentlich. Also wenn ich das jetzt hier, wenn das stimmt, auf meinem Zeitenmonitor und der Steven Zecher, der muss noch in die Box, dann hat er 40 Sekunden Vorsprung von dem Carsten Riemichen. Das kann ja irgendwie fast nicht sein. Ja, also das ist hier schon Kimi Räikkönen-Style. Mir ist alles egal, ich mache mein Ding und ja, bin erfolgreich damit. Ja, das ist jetzt irgendwie unglaublich. Der hat sich jetzt hier, ohne groß auf sich aufmerksam zu machen, auf und davon gemacht. Also das ist gewaltig. Mal kurz auf die GT-Klasse, da ist halt überall jetzt ein bisschen größere Abstände drin, außer Rang 3, 4 immer noch Dirk Vogel. Ne, jetzt Marius Broich, der jetzt hinter Dirk Vogel her ist, nur noch eine halbe Sekunde. Olaf Ness noch einen weiteren Rang zurückgefallen. Also hier Enrico Schaller, Daniel Faber, Dirk Vogel, Marius Broich, Olaf Ness und Richard Frahm, die Piloten, die noch fahren. Genau, und hier haben wir das Duell zwischen Markus Broich und Dirk Vogel. Und ich denke, dass der Markus da ein bisschen stärker ist und den Dirk jetzt gleich überholen wird. Dann kommen erstmal zwei GT-Fahrzeuge vorbei, da drücken wir mal die Daumen, dass alles gut geht. Ja, Marius Broich war schon, der hat schon zwei Stops am Zähler, der schon seinen zweiten regulären auch schon gemacht hat und darum hinter dem Dirk Vogel war jetzt hier der nächste Dreher vom Robert Schaudena. Also, wo wir hinschalten, Action. Ja, es sah jetzt aber auch nach einem normalen Ausflug aus. Keine Beschädigung, können wir gerade gucken. Ja, fährt weiter halt so. Ja, jetzt haben wir natürlich das Überholmanöver in der GT2-Klasse verpasst. Aber der Markus Bräuche an, der Vogel vorbei. Mal gucken, ob sich der Markus jetzt direkt absetzen kann oder ob der Dirk da ein bisschen dran bleibt. Ja, sieht aber noch ganz gut aus für den Dirk. Und der LMP, der Steven Zecher mit einem langen zweiten Stint, der eigentlich der einzige jetzt noch, ja, der einzige, der noch nicht seinen zweiten Stopp gemacht hat, immer noch auf der Strecke. Und Daniel Butt, das sieht auch wieder nach einem Aufhängungsschaden aus. Oder Reifen, das ist immer schwer zu sagen, ja. Ja, nein, vorne, also mal Respekt, ich glaube, der wird nach dem Rennen auch nicht viel zu erzählen haben. Also. Ja, der hat den Rhythmus definitiv gefunden hier. Das macht dann wirklich, wenn der Steven Zecher in die Boxengasse fährt, dann hat er 40 Sekunden Vorsprung. Also das ist ja unglaublich, wie er das jetzt gemacht hat hier. Ist ja als Gesamterster
meistens beim Interview als Letzter dran. Ich glaube, der wird sich schwer wundern über das, was die anderen so berichten. Ja, Daniel Butt hat jetzt das Rennen beendet, also bei ihm lief es jetzt auch wirklich überhaupt nicht gut. Aber hat ja eben gesagt, dass er Kölner ist, also ich denke, der wird dann morgen beim Rosenmontag ja ein paar schöne Stunden verbringen. Kann man ein bisschen Frustbewältigung machen. Ja, jetzt haben wir es auch hier nochmal im Bild, also der Markus Broich wird sich jetzt so Stück für Stück von dem Dirk Vogel absetzen können. Ja, vor allem, da der Dirk ja vermutlich, eben der muss noch in die Boxen kommen und der Markus Broich eher nicht, denke ich jetzt mal, so wie es ausschaut auf dem Datenmonitor. Dahinter warten wohl gleich die Überrunden durch den Führenden. Na, können wir gucken, der Abstand von Steven Zecher zu Carsten Riemchen. Der ist, Marc Neumann hat sich doch nur bei der Anfahrt Cuxhaven ein bisschen vertan. Aber scheint auch jetzt eingeschlagen zu sein. Und das sieht ganz gut aus. Nur ein bisschen Zeitverlust. Im Moment keine wirklich dichten Duelle. Immer noch am nächsten beieinander Dominik Pieper und Andreas Simon, die beiden Teamkollegen, die wir jetzt schon öfters im Bild hatten. Das sind die einzigen, die jetzt mittlerweile unter einer Sekunde Abstand haben. Sonst das ganze Feld jeweils mit 2, 5, 7 oder mehr Sekunden Abstand zwischen den Fahrzeugen. Ja, und der Andi, das guckt er nebenbei auch ein bisschen den Stream, also dann sieht er sich jetzt auch selbst fahren. Und dahinter, das müsste schon Marius Bert sein, der die ganzen jetzt überrundet. Genau, Daniel Lange-Hergermann, der hat jetzt schon auf Platz 9 eine Runde Rückstand. Und der Andreas Simon 80 Sekunden Rückstand auf den Marius Bert und bei einer Rundenzeit von 1 Minute 12, ja. Stehen jetzt die Überrundungen von Platz 7 und 8 an für den Marius. Aber das wird er wohl wie das bisherige einfach mal schnell mit links erledigen. Also aus seiner Sicht schaut das ja wirklich aus wie ein ganz einfaches Rennen. Also, er konnte sich jetzt überall raushalten, weil zum Teil, ja, da kommt man halt auch unverschuldet mit unter die Räder. Das passiert ja durchaus, vor allem wenn es eben so unübersichtlich ist über Kuppen und dahinter was geschieht, da reicht dann schlichtweg die Strecke nicht mehr zum ungenügend zu bremsen. Also da bist du halt auch mal schnell mitverwickelt, obwohl du wirklich nichts dafür kannst. Ja, und es ist auch Wahnsinn, wenn man auf dem Zeitenmonitor guckt, da fährt der Marius Bert eine 1.11.5 in der letzten Runde und die Plätze dahinter, die fahren alles um die 12er Zeiten. Also das ist schon, ja, sehr respektable Leistung, was hier der Marius Bert. Und der nächste Dreher. Ja, das war Dominik Fieber. Ich wollte gerade auf den anderen springen, aber ja, das sah man jetzt auch nur ein bisschen quer gestanden. Damit jetzt der Andi Simon wieder vorbei an Dominik Pieper. Genau. Und auch, dass der knappe Fight jetzt auch hier jetzt wieder mehr Abstand. Jetzt haben wir hier Todd Helling, davor Frank Schuster. Das haben wir jetzt auch ein bisschen mit Kontakt. Oh, ja. Und Todd Helling hat sich hier verbremst und muss hier die weite Variante wählen. Genau, vom der Ferrari müsste Daniel Faber sein von der Lackierung her. Da auch blockierende Reifen, wobei wir das auch schon in Daytona gesehen haben. Das scheint nicht ganz so kritisch zu sein, wie es vom weitem aussieht als TV-Zuschauer, da es keinen Bremsplatten gibt in R-Faktor, wie wir eben schon erwähnt hatten. Deswegen, ja, denn die Reifen nutzen sich halt natürlich ein bisschen schneller ab, aber nicht ganz so kritisch wie ein Bremsplatten. Und hier haben wir jetzt mal Beispiele gesehen, wie es auch gehen kann, wie so eine Überrundung gut in den Rennfluss reinpasst. Aber das Problem ist halt immer, 1 gegen 1 geht gut, aber wenn dann 4 Autos 3 überholen, dann wird es halt einfach richtig eng. Ja, hier viele Bremsspuren und Rauchwolken und der nächste Verbremser hier im Volkskrieg. Ah, ich glaube, hat auch ein bisschen Platz gemacht. Ah, der wurde überrundet und hat Platz gemacht, ja. Okay.
Genau, dürften jetzt die beiden Teamkollegen, also Mike Neumann, schon vorbeigegangen zu sein. Dahinter jetzt Jens Potzka für Waldgrave Motorsport. Ja, der macht hier sehr schön Platz. Ja, jetzt doch mal ein paar Beispiele, wie es auch funktionieren kann. Aber scheinbar einfach noch in Kombination halt wohl mit der rutschigen Strecke ist das bei dichtem Verkehr, kann es daneben gehen. Aber wir haben doch jetzt mehrere Szenen beobachtet, wo die GT2-Fahrer ganz arg in Bedrängnis gekommen sind, sage ich jetzt mal zumindest, um das ein bisschen nett zu sagen. Und ich denke mal, da wird es schon noch auch ein bisschen Diskussionsstoff geben nach dem Rennen. Und schauen wir mal, was wir da noch hören bis zum finalen Rennen dann. Genau, das wieder gute Stimmung bis zum letzten Rennen. Das ist ja. Ja, hat eben kurz rot aufgeblinkt, scheint auch nur ein Dreher gewesen zu sein. Heiko Scheuermann, aber da er heute, glaube ich, noch gar nicht im Bild war, auch hier noch ein paar Bilder von ihm. Und Steven Zecher geht jetzt an die Box, genau, ja. Der hat jetzt einen extrem langen zweiten Stint gefahren. Jetzt sind noch 18 Minuten sind jetzt noch zu fahren. Ja, fährt er jetzt am Weichenreifen raus, weil 20 Minuten reicht es, aber 30 nicht. Vielleicht ist das seine Taktik. Genau, damit jetzt noch eingeblendet gesehen, Carsten Riemischen auf Platz 2 und Thomas Patzke, der Teamkollege, auf Platz 3. Und ja, Platz 1, wie du gesagt hast, 45 Sekunden Vorsprung für den Marius Bert. Das ist schon Wahnsinn. Ja, da kann er einen doppelten Dreher hinlegen und hat immer noch mehr wie genügend Vorsprung. Also wenn das Auto jetzt hält, ja, ist der wohl in trockenen Tüchern mit dem Riesenvorsprung. Aber wollen wir es mal nicht verschreien, noch sind es 17 Minuten 20 Sekunden bis zur Zielflagge. Genau, der kann jetzt auch einen Kaffee noch holen gehen. In der GT-Klasse haben wir noch erst einen zweiten Boxenstopp gehabt von Marius Broich. Die beiden Führenden, Enrico Schaller, Daniel Faber, erst einmal in der Box. Auch Dirk Vogel dann auf Rang 4, einmal in der Box. Richard Frahm erst einmal in der Box und Olaf Ness mit zwei Boxenstopps auf der Uhr. Na ja, im Moment. Der spannendste Zweikampf zwischen den beiden Fahrern von Waldgrave Motorsports. Mike Neumann vorne und jetzt Potzka dahinter. Knappe halbe Sekunde Abstand. Hoffen wir mal, dass die beiden, ja, werden sich sicherlich nicht abräumen. Das sieht jetzt nach einer kontrollierten Fahrt aus, erstmal. Ich denke mal, wenn dann noch angegriffen wird, würde ich mir das wirklich auf die letzten ein, zwei Runden mal noch aufsparen. Jetzt mal schauen, dass man noch möglichst unbeschadet mal die nächsten 10, 12 Minuten durchsteht. Eine herrliche Stelle übrigens auch die MotoGP. Die Top-Klasse fährt hier, die beiden kleineren nicht, in Laguna Seca. Und wenn die Motorräder hier über diesen Corkscrew, über die Kuppe kommen, wie die halt noch dann umlegen in der Kurve, ein wunderbares Bild, also auch zu empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Ja, die meisten Rennen hat hier Casey Stoner gewonnen. Das waren, glaube ich, 3 Stück, seit hier gefahren wird, und Valentin Rossi nur 1. Und da gibt es, glaube ich, sogar auch ein sehr schönes Duell auf, ich weiß nicht, ob das auf YouTube zu sehen ist. Wie nett, muss man ein bisschen andere Portale gehen. Ich glaube, das war auch Casey Stoner gegen Valentino Rossi, wo auch hier über mehrere Runden ein schönes Duell gibt. Je nachdem, ob die Rechte verfügbar sind oder nicht. In ihrem Land nicht zu sehen. Na, ich glaube, das ist hier Dorna-Recht, also ähnlich wie bei der Formel 1. Das hat ja mit unserem deutschen Problem nichts zu tun. Naja, nee, das ist doch mehr bei der Musik, wo wir immer so ganz interessante Probleme haben. Aber hier mal im wollte gerade sagen, im geordneten, schnellen Teamflug, und schon geschieht's. Eine halbe Sekunde nicht aufgepasst, Heck weg und weg ist der Teamkollege. Ja,
Unglaublich, also das ist ja, also so ein Rennen hatten wir jetzt auch, wir beide glaube ich noch nicht kommentiert, auch wenn wir schon vor der American Le Mans hier bei Sackschwitz und Vortex schon einiges kommentiert haben, aber das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Ich glaube selbst in ein paar Achtrennen haben wir das nicht hingekriegt, so viele Dreher. Genau, ja, und die sind ja auch hier in Adelaide und so gefahren, wo ja die Banden auch einen förmlich ins Auto springen. Nee, das ist jetzt wirklich bemerkenswert, wie viele Dreher, also da kommen wir fast auf den Schnitt auf einen Dreher pro Minute, also das erreichen wir ja schon hier beinahe, denn wir haben sicher nicht alle gesehen, die es da gab, also da gibt es noch eine schöne Dunkelziffer, also das ist Wahnsinn. Da bin ich dann wirklich gespannt, vor allem die LMP-Fahrer, halt die GT-Fahrer waren jetzt nicht so in diese Szenen verwickelt. Ja, das hat mir ein bisschen getäuscht, dass kein Fahrzeug kollidiert. Ja, können wir kurz nochmal in die GT2-Klasse fahren. Hier Gesamtrang 15, Platz 1 in der GT2-Klasse, Enrico Schaller. Dann Platz 16, Daniel Faber, auch im Ferrari. Und auf Platz 17, beziehungsweise Gesamtrang 3, der Marius Broich. Da wird uns wieder ein Ausfall gemeldet, genau, Todd Helling. Sehen wir auch hier, das war ein normaler Dreher, also ohne Einschlag, kann man an der Stelle gut beurteilen. Aber ich würde bei ihm jetzt mal denken, dass sein Auto wohl auch schon etwas schief ist, er hat sich jetzt so rausgedreht, das ist doch auch sehr unüblich, und wenn du da halt noch irgendwo einen dummen Schlag kriegst und das Auto sich auch beim Bremsen schon von alleine nicht mehr geradeaus fährt, dann hast du es dann richtig schwer, wenn es noch schön rutschig ist. Ja, wir sehen Olaf Ness, Platz 6 in der GT2-Wertung, also da müssen wir jetzt den Lutz heute Abend jetzt halt nochmal ein viertes Mal anrufen, um das Siegerinterview mit dem Olaf Ness zu machen. Der ist jetzt leider ein bisschen zurückgefallen, weit vom Podium, hat sogar eine Runde Rückstand. Ja, und hier der nächste, also die ziehen das durch bis zum Schluss. Also wir müssen gleich gucken, dass wir den Zieleinlauf nicht verpassen, wir jetzt hier, ich sehe gerade, Frank Schuster wird jetzt auch hier gemeldet, scheint sich auch in der Cox-Crew ein bisschen verbremst zu haben, dass wir den Zieleinlauf nicht verpassen. Das ist eh, glaube ich, seine Problemstelle an der Strecke, weil das hat er bereits vor dem Rennen erwähnt, dass ihm das Anbremsen der Cox-Crew richtig Probleme bereitet, hier das Auto auch nur halbwegs gerade zu halten. Das ist natürlich schon auch noch Setup-abhängig. Das hat er jetzt uns, glaube ich, schon zweimal gezeigt, dass das wirklich schwierig ist da oben. Ja, und jetzt hier genau hinter dem Tortelling. Von daher können wir bei dem Duell draufbleiben, weil das ist jetzt das Einzige unter einer Sekunde. Ja, ich denke, der Frank hat nicht einfach. Also der ist jetzt am Freitag noch GTL gefahren und die Fahrzeuge da haben ja ein leicht anderes Fahrverhalten wie jetzt hier so ein LMP. Ich denke, der muss dann auch von Freitag auf Sonntag sich ordentlich umstellen und dann hier mit einem LMP so eine Strecke zu fahren, so hügelig, wo auch das Setup schwierig zu erstellen ist. Ja, das nächste Jahr denke ich auch schon beim Trainieren, weil er halt auch beide parallel trainieren muss, noch während der Woche, weil das sind ja beide Serien. Da kannst du nicht ohne genügend Training hier dich an den Start stellen, sonst kommt es gar nicht gut. Und die Doppelbelastung hier ist schon auch gut. Weil auch in der anderen Rennserie sind sie ja richtig gut vorne mit dabei in der Teamwertung, er und der Dominik Pieper. Genau, da wollte ich gerade sagen, also da ist der Frank Schuster, liegt da glaube ich in der Einzelwertung Gesamtrang 3 und in der Teamwertung zusammen mit Dominik Pieper auf Platz, ja, fährt jetzt hier auf Position Feder. Aber die eingeblendet, auf Position 12 brauche ich hier gar nicht zu suchen im Zeitmonitor. Ja, und auch wenn Marius Bert jetzt vielleicht ein bisschen was rausgenommen hat, immer noch 38,4 Sekunden Vorsprung, also da brennt, denke ich mal, jetzt nichts mehr an, außer einem Totalschaden, und das wollen wir ganz sicher nicht wünschen. Also bring das durch, und dann auf Rang 3, das sind dann jetzt nur 4,7 Sekunden der Thomas Batzke, dürfte aber auch schwer werden.
Rundenzeitenvergleich, letzte Runde Platz 2 und 3, da sind nur gerade mal 600stel Unterschied, also die zwei sind gleich schnell unterwegs. Das dürfte schwierig werden, es sei denn, es kommt noch zu einem schwierigen Überholmanöver. Können wir gerade gucken in der GT2-Klasse, ich weiß nicht, ob du es beobachtet hast, ob da irgendjemand, na, da geht es auch noch kurz noch aufs Bild achten, bevor wir uns um die GT2-Klasse kümmern. Das waren aber hier, glaube ich, nur eine Runde gewesen. Da hat nämlich jetzt die Dirk Vogel ist wieder vorgefahren auf Position 3. Der Markus Broich hat jetzt auch noch einen Boxenstopp mehr angezeigt, mittlerweile im dritten. Ob er jetzt da eine Strafe gekommen hat, ob er noch irgendwo gecuttet hat oder so, oder ob er sich vielleicht beim Sprit verkalkuliert hat, einen Reifenschaden, das wissen wir leider nicht. Aber er ist mit 3 Boxenstopps und daher auf Rang 4 in der GT2-Wertung zurückgefallen. Momentan 25 Sekunden hinter Dirk Vogel. Ja, und das würde mich jetzt auch noch interessieren, was hier der Marius Bert gemacht hat. Ob der nur noch mal nachgetankt hat, 10 Sekunden, oder ob er gesagt hat, ich gönne mir noch einen Spaß und fahre mit weichen Reifen. Hol mir noch die schnellste Rennrunde oder irgend sowas. Ja, wobei, die hat er doch sowieso. Um die einfach mal sicherzustellen, wird er uns, da er ja immer noch führt, dann im Siegerinterview sicher raten. Das werden wir auch dann noch kurz nachfragen, was so den Boxenstopp da 8 Minuten vor Schluss doch. Aber sehen wir noch andere LMP-Fahrzeuge? Entweder haben sich die Jungs verkalkuliert mit Reifen oder mit Benzin. Und hier wieder ein Dreher. Das Daniel geht Fahrer, einfach schlecht zu zweit durch die Kurve hier. Das hat noch selten geklappt. Die Kurve ist irgendwie innen ganz extrem rutschig. Und ja, er hat da auch seine nicht gerade Freude dran gehabt. Aber hier der nächste Ferrari mit einem Dreher. Also auch hier wohl die Reifen langsam, aber sicher am Ende, würde ich mal behaupten. Weil hier haben wir doch noch etliche Fahrer draußen. Die haben nur einen Boxenstopp gemacht. Noch immer Enrico Schandler, Daniel Faber und Dirk Vogel mit nur einem Boxenstopp. Also die kommen wohl durch. Genau, und hier haben wir zu spät umgeschaltet, das war Carsten Riemchen, der hatte sich auch irgendwo gedreht und damit waren die 4,4 Sekunden, der Vorsprung hat er auf den Thomas Patzke weg und der Thomas konnte vorbeigehen, hat jetzt selbst 4,4 Sekunden Vorsprung. Ja, da meint man, es wäre eine Minute ruhig und dann passieren wieder 3 Sachen auf einmal. Das Ganze jetzt noch 7 Minuten vor Rennende, werden hier noch Podiumsplätze getauscht, also da soll mal einer sagen, hier wäre es nicht spannend. Genau, wir gucken mal ein bisschen, behalten mal den Marius Bert im Auge, was er jetzt für Zeiten fährt. Also die letzte Runde, die war jetzt ja ein Zehntel langsamer als seine Schnitte, eine halbe Sekunde, vielleicht hat er doch nur ein bisschen nachgetankt. Die Lichthupe war ein kurzes Dankeschön an den GT2-Piloten für den Platz machen für die Überrundung, die einfache. Und dann Robert Schadaner fährt auch in die Box. Ja, er war ein bisschen neben dem üblichen Boxenplan, weil er halt einen frühen ersten Boxenstopp hatte wegen dem Schaden. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht mehr eingeplant, so spät nochmal reinzukommen. Enrico Schallers Vorsprung auf den zweitplatzierten Daniel Faber bei 27 Sekunden, also da wird sich auch nicht mehr groß was bewegen und Dirk Vogel dann schon über eine Runde hinter Daniel Faber zurück. Allerdings, der Marius Broich gibt hier mächtig Gas, der will es noch wissen. Es ist jetzt noch 18,8 Sekunden hinter Dirk Vogel, aber wir haben auch nur noch 5 Minuten zu fahren. Also. Es sollten ungefähr noch so 5 Runden sein, maximal. Kommt ja immer drauf an. Ah, und da war es wieder extrem eng. Ja, genau den Fehler nicht machen, Dirk. Da wollte er nur platt machen, rutscht raus. Er hat nur 18 Sekunden Vorsprung. Ach ja, das wäre doch so schön gewesen. Nachdem der. Ja, noch ist er Platz 3, also. Ja. Das wird aber jetzt nochmal eine ganz enge Kiste. Jetzt sind es noch 7 Sekunden, ja. Ich glaube, der Eddie, der guckt uns zu, der wird jetzt auch sagen, ja.
In der LMP-Klasse Marius Bert, jetzt noch mit 10 Sekunden Vorsprung, aber das ist immer noch gut. Auf den Thomas Batzke, der kommt allerdings langsam näher, aber das wird wohl nicht mehr reichen. Carsten Riemich nach Platz 3, aber ein Fehler darf sich jetzt auch Marius Bert nicht mehr erlauben mit 9 Sekunden, sonst hat er den Batzke dann gleich im Rückspiel. Ja, wundert mich ein bisschen der Boxenstopp, also ja, kann ja eigentlich nur Sprit gewesen sein. Ich meine, der hätte ja mit 40 Sekunden Vorsprung, der könnte ja 3 Sekunden pro Runde langsamer fahren. Der Enrico Schaller fährt jetzt doch noch an die Box. Das Ganze 3-4 Minuten vor Ende. Und da doch noch das Benzin knapp wird. Genau, können jetzt mal den Daniel Faber im Auge behalten, der. Oh, und da hatte ich. Das war der Robert Schauder, den wir mal da links noch gesehen haben. Das ist ja Wahnsinn, was hier heute los ist. Also das ist wirklich unglaublich, also. Wenn aber das sehen wir vorne unter dem Boxenschild wegfahren, das war der. Und Andreas Simon hat sich gedreht. Wir bleiben mal gerade hier noch auf den GT2-Fahrzeugen, aber der Enrico Schaller sollte weiter vorne bleiben. Das ist jetzt auch hier nicht mehr zu sehen. Also. Ja, noch 5,5 Sekunden jetzt Vorsprung, also. Das hat gerade knapp gereicht. Ja, Andreas Simon sollte im Bild sein, ist nicht im Bild, also. Hat jetzt hier sein Fahrzeug abgestellt. Ein bisschen seltsam das Ganze. Am Datenmonitor sehe ich hier noch nichts dazu, ja, aber das ist. Ja. Das sieht danach aus, schade, schade. So, und das Ganze jetzt wirklich 3 Minuten vor Schluss, das ist unglaublich, das ist wirklich schade. Könnte natürlich auch ein Disconnect gewesen sein oder was ähnliches, weil. Ja, ja, ist jetzt auf DNF, das ist wirklich schade, so kurz vor Ende. Also, das sieht man, ja, könnte doch ein Disconnect sein. Marius Bert, noch 8,8 Sekunden Vorsprung auf Batzke, noch 2 Minuten 30 zu fahren, also das sind jetzt noch 3 Runden. Ja, und der GT2-Klasse, Dirk Vogel, 3 Sekunden vor Markus Bräuch, also ich glaube, der hat jetzt auch ein bisschen Feuchtmose. Abgelatschte Reifen würde ich mal tippen. Ja, Daniel Faber fährt doch nochmal in die Box. Warum fährt man 30 Minuten? Also, das ja, jetzt du, das ist so knapp. Ich denke mal, da hat man sich ausgerechnet, dass es reicht mit dem Sprit. Und es wird jetzt doch zu knapp. Also doch noch besser, wie dann in der letzten Runde stehen zu bleiben irgendwo auf der Strecke. Jetzt nochmal halt ein kurzer Splash and Dash. Ah, und jetzt haben wir den Andy Simon hier. Wieso der Ausfall? Was ist passiert dann? Abend. Ja, ich hatte einen Runtime-Error in R-Faktor. 2 Minuten vor Schluss, ey. Das ist jetzt aber wirklich ärgerlich. Ja, wir hatten gedacht, sieht so ein bisschen nach Disconnect aus. Das ist jetzt richtig ärgerlich, so kurz vor Schluss. Aber auch hier noch für Olaf Ness wieder in der Mauer. Also unglaublich. Sag mal, wir haben noch nie so viele Dreher gesehen. Der nächste, der quer steht, Robert Schaudernau. Was ist hier das Problem? Wieso drehen sich gerade die LMPs hier reihenweise? Erzähl mal, Andi, wieso die vielen Dreher? Ich glaube, es waren 3 Stück oder so. Ja, ich meine jetzt ganz allgemein, also so viele Dreher in diesem Rennen, also wenn du dir den Stream noch anschaust, massenhaft Dreher, also. Ja, also bei mir waren es 3 Stück. Einmal ist es die Corkscrew-Kurve, die ist ganz rutschig mit dem LMP. Wenn man da zu früh aufs Gas geht, dann ist man direkt weg. Dann hatte ich in der ersten Kurve einen Dreher. Ich wollte dann meistens innen überholen, Kurvenausgang und kam dann auf den Curb, ja, und dann ist man auch direkt weg, trotz Traktionskontrolle. Ja, jetzt am Ende gehen wahrscheinlich allen die Reifen raus, weil der Reifenverschleiß doch sehr hoch ist hier in Laguna Seca und dann. Ja, das hat man uns auch im Vorfeld vom Rennen schon gesagt, dass da vorne rechts hier extrem beansprucht wird. Jetzt sind wir in der letzten Rennrunde, ja? Genau, ja, und wir haben gerade gesehen, dass Marius Bert nochmal über die Ziellinie gefahren ist. Also das heißt, er wird jetzt hier die beiden Dirk Vogel und Markus Bräuch nochmal überholen. Ich glaube, das ist Ferrari gegen Porsche, wie wir uns das gewünscht haben, Joe. Also wir bleiben jetzt hier auch mal auf dem Bild und wir haben gesehen, Marius Bert fährt noch eine Runde. Ja, also das ist jetzt halt wirklich wieder das engste Duell im Moment auf der Strecke. Jetzt trifft es mal die GT2, ist ja auch schön. Genau, hier ist jetzt, das ist wieder ein richtiger letzten Runde Kampf, wie wir es kennen in Laguna Seca. Ja, so war es da vor 3 Jahren oder so schon mal in der LMS.
genau, ja, da haben wir eben auch drüber gesprochen. Oh, und das war zu weit, das war ein bisschen neben der Strecke und das reicht schon. Ah, das ist natürlich ärgerlich, ja. Jetzt mal gucken, Corkscrew. Da kommen sie beide sauber durch. Ja, ich denke, jetzt kommst du wieder auf die LMP-Klasse, ja. Genau, da können wir jetzt hier mal zum Marius Bertschein. Also Glückwunsch, souveränes Rennen gefahren. Absoluter Wahnsinn. Der späte Boxenstopp, das nimmt uns noch Wunder, was da dahinter steckt. Und dann geht sich da der letzte Durchfahrt zur Zielkurve. Ist ja unglaublich. Ja, also Glückwunsch, Marius Bertschein. Man kann ja heute keinen Satz zu Ende sprechen. Das war Eiskunstlaufen, nicht Autorennen oder sowas, ja? Genau, ja. Also Marius Bert gewinnt mal das Platz Rennen. Platz G auch im Ziel, Platz 2. Genau, da können wir nochmal hier in die GT2-Klasse schalten. Da sieht es jetzt, da wurde Dirk Vogel jetzt nochmal mit Pitstop angezeigt. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Ah gut, der ist natürlich bereits schon durch, oder? Ah nee, ja, das wird nochmal Pit, ja. Wieso auch immer. Ja, also ganz seltsam heute. Ja, Dominik Pieper steht. Ja, Dominik Pieper jetzt auch noch irgendwo in Rot. Ah nein, ah, nee, der ist finished. Der ist über die Ziellinie gefahren. Noch vier Fahrer noch ausstehend über die Ziellinie. Ja, gratulieren wir hier jetzt auch mal noch Enrico Schaller zum Sieg in der GT2-Klasse. Ja, war ähnlich souverän wie der Marius Bert. Ja, der ist jetzt nämlich erst auch über die Ziellinie. Ne, der Daniel Faber ist jetzt noch im Ziel. Ja, Enrico Schaller. Daniel Faber, Markus Broich, Dirk Vogel, Richard Fram. Genau, in der LMP-Klasse Marius Bert, wie gesehen, vor Thomas Patzke, Carsten Riemchen, Mike Neumann, Jens Potzka und dann ab Platz 6 Steven Zecher, Dominik Pieper, Daniel Lange-Hergemann, Heiko Scheuermann, Frank Schuster, Todd Helling, Daniel Kielmann und Kilian und Andi, ich weiß jetzt nicht, ob du auf Platz 13 gewertet wirst oder nicht. Auf jeden Fall wirst du hier noch nach dem Zeitmonitor angezeigt. Als DNF, ja. Ja, und dahinter dann noch Robert Schauderner. Na, weißt du gar, wie die Regelung hier ist? Muss man die Ziellinie überqueren nach Rennende oder hast du halt, wie wir es manchmal auch hatten, irgendwie ab 80 oder 90% Renndistanz wirst du trotzdem gewertet? Ja, das gucke ich gerade nach auf sackspitze.de. Oder kommen. Aber hier, also wirklich die 1,5 Stunden, die waren wieder durch wie nix. Also das ist ja Wahnsinn, die Renaction heute. Und vor allem einfach so viele Dreher, das habe ich jetzt wirklich noch selten je gesehen hier. Ja, also das war wirklich schon unglaublich. Vor allem, es war jedes Mal, wenn man irgendwie auf jemanden Fahrer geschaltet hat, hat sich einer beim Überrunden oder sonst wie gedreht. Unglaublich. Ja, oder immer irgendwo im Hintergrund hast du immer wieder einen von der Strecke rutschen sehen und das war jetzt wirklich schon ganz speziell. Ja, die einzelnen Fahrer treffen hier rein. Genau, wir sehen noch, wie Enrico Schaller gerade auf seinen Boxenplatz fährt. Dann können wir uns hier aus Laguna Seca mal verabschieden mit dem Live-Bild. Schalten hier auf den Flyer. Warten noch kurz, bis alle Fahrer da sind. Moin. Ja, hallo zusammen. Wir warten noch auf den Broich, der fehlt noch. Also lange gerade wartet. Ich kann es jetzt sagen, ab 75% Renndistanz gibt es dann Punkte. Darunter müsste ich ja dann noch liegen. Ah, da bist du sicher noch mit drin, ja. Ich denke, jetzt sind wir zumindest mal in der GT-Klasse komplett, dass wir hier mit dem Siegerinterview loslegen können. Ich beginne mal mit der GT2-Klasse auf dem dritten Platz, der Markus Broich. Das war nochmal richtig schönes, enges Duell, das wir hier zum Rennende von dir und Dirk Vogel gesehen haben. Gratulation zum dritten Rang. Ja, danke schön. Ja, das ist wirklich eng geworden. Hast du da aus Spritmangel nochmal an die Box müssen? Die Ferraris sind da doch einige nochmal ganz kurz vor Rennende an die Box gefahren. Ja, ich wusste ja, dass ich nochmal rein musste und ich hatte dann, ich habe den Stoppern vorgezogen.
Da mir ja am Anfang Reifen geplatzt war, habe ich dann vorsichtshalber auch nochmal die Reifen gewechselt. Musste ich eigentlich nicht, aber ich denke, komm, mehr als Platz 3 ist eh nicht drin, dann gehst du nochmal sicher und ja, hat ja noch geklappt. Überhaupt heute drei Ferraris auf dem Podium, also hier Porsche mal nicht dabei, das gefällt sicher zumindest mal auch dem Tobias nicht so. Trotzdem auf Platz 2 Daniel Faber, wieder nicht ganz für den Sieg gereicht, auch von dir ein, zwei richtig spektakuläre Szenen hier heute. Er war gerade zu Anfang des Rennens etwas unschicksal, so bei den Kollisionen etc. So. Ja, doch, kann man so sagen. Also es war teilweise, haben sie sich irgendwo reingebremst, wo man sich gedacht hat, okay, das musste jetzt nicht wirklich sein. Mal eine Situation, wo ich mich erinnern kann, Corkscrew, einer drückt sich volle Granate rein. Du kannst dich einlenken, kannst gar nichts machen als GT2, von daher. Das war ein bisschen blöd gelaufen, aber zudem kamen noch Fehler von mir. Und naja. Der Enrico ist ja heute auch ein super Rennen gefahren, von daher erstmal Gratulation an ihn. Ja, kommen wir zum Enrico. Bei den GT2 hat man noch nicht so viele Dreher gesehen, aber trotzdem war es hier speziell rutschig. So noch nebenbei zur Gratulation zum ersten Rang natürlich hier ganz schön souverän. Das war ja eigentlich auch ein Start-Ziel-Sieg mehr oder weniger. Ja. Ja, kann man sagen. Also ich hatte weniger Probleme. Das Auto war eigentlich ziemlich gut abgestimmt. Wie soll ich mich ausdrücken? Also rutschig, naja gut. Also für mich war es nicht so rutschig. Auto hat eigentlich sehr gut gelegen. Ja, ist ja meine Lieblingsstrecke. Hatte ich das letzte Mal schon angedeutet, dass eigentlich hier ich gewinnen will. In Nordamerika will ich es zwar auch, aber ich glaube, da bin ich nicht so ganz so flott. Ich kann nur sagen, der Daniel hat trotzdem wieder ein souveränes Rennen hingelegt. Hat zum Schluss sogar ein bisschen Angst geschweißt, dass er wieder irgendwie aus der Trickkiste irgendwas rausholt und gar nicht mehr bedanken muss. Aber es wäre sich auch so noch ausgegangen und ja, mein Teamkollege, der hatte ja, wie gesagt, diesen Zwischenfall dann irgendwo Anfang, Mitte des Rennens gehabt. An der Stelle, ja, hoffen wir mal, das nächste Mal wird es besser und ja, das von meiner Seite aus. Ja. Gebe ich mal dem Tobias für die LMP-Klasse. Ja. Genau, für mich auch natürlich noch ein Glückwunsch ans gesamte Podium der GT2-Fahrer. Kommen wir zur LMP2. Ich habe es jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung. Ich glaube, der Carsten Riemchen war auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Genau, ja. Du hattest am Schluss noch ein Problem gehabt. Du hattest 4 Sekunden vor dem Thomas Patzke gelegen, hast dich dann nochmal gedreht. Oder was war da los gewesen, dass du den Platz nochmal verloren hattest? Ja, ich bin die Korkscrew runter und dann kommen die links und da bin ich irgendwie mit den Hinterreifen auf den Körb gekommen. Also das ist mir noch nicht einmal passiert und da ging er weg. Thomas stehen lassen. Ich hatte dann auch ein bisschen versucht, nochmal Kopf zu bauen, nachdem wir gemerkt haben, dass der Marius nochmal in die Box musste. Da haben wir gedacht, nee, tun wir nochmal ein bisschen Druck aufbauen, aber es hat dann nicht wirklich funktioniert. Das Auto weggeworfen und Thomas noch vorbei und dann haben wir gesagt, na gut, fahren wir nach Hause. War das dein einziger Dreher gewesen oder warst du auch öfters neben der Strecke heute? Mein persönlich Einzeldreher, ich hatte nur einmal gleich am Anfang einen Zwischenfall mit Florian, wo er sich neben mich gesetzt hat und ich ihn nicht gesehen hatte. Da habe ich einen kleinen Hippie. Und dann nochmal mit Jens Botschka oben an der Korkscrew, da wollte er mich überholen und ich weiß nicht, ich habe es nicht genau im Rückspiegel gesehen, ob es dann das Auto wo bremst hat, dass er schon quer ankam und mich dann jemand. Ja, das hatten wir live drauf. Also der ist dann wirklich nur noch quer schon gekommen und hat dich ganz leicht noch angestupst. Also es wäre hätte sich beinahe ausgegangen, aber war spektakulär und war live zu sehen, ja. Ja, ich habe da auch ziemlich zeitig mal angebremst, weil ich habe dann schon vor den Huckel angebremst das erste Mal und hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dude. Ja, kommen wir zum Zweitplatzierten. Thomas, was sagt so deine persönliche Dreherstatistik? Also bei uns war es hier laufend rot eingeblendet. Also es war gefühlt, da hat sich jeder Fahrer pro Runde zweimal gedreht. Ich hoffe, bei dir war es nicht so gut gewesen, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht auf Platz 2 am Ende gefahren. Nee, ich hatte eigentlich keinen Dreher, das ging wohl. Wie gar kein Dreher, das glaube ich jetzt aber hier nicht. Doch, war wohl. Ich hatte eine kleines Tête-à-Tête mit dem Robert Jouderna, der kam auf die Strecke und hat mir einen mitgegeben, so einen leichten. Aber ansonsten hatte ich eigentlich so gut wie keine Zwischenfälle.
Und kannst du es irgendwie erklären, warum sich heute hier so viele gedreht haben? War das Setup hier irgendwie, musste speziell was beachten oder was meinst du, was hier der Grund ist? Ja, man muss so ein bisschen die Curbs mitnehmen, ab und zu bei manchen Kurven, und wenn man da dann falsch anfährt, dann geht einem der Arsch auch leicht weg. Und das wird wohl meiner Meinung nach der Grund sein dafür. Okay, aber am Ende ja zweiter Platz. Ich denke, da seid auch mit der Teamwertung sehr zufrieden. Platz 2 und 3, da wird euch ja dann auch, das wird sehr gut dafür sein. Ja, also wir können gut mit leben. Wir hätten natürlich auch gerne mal gewonnen, aber ein Rennen haben wir ja noch. Aber wenn das nächste ausgeht, dann sind wir gut zufrieden. Ja, Sieger sind gute Stichwörter, da kommen wir zum Marius. Also Marius, wenn du mal schlechte Laune hast und du willst ein bisschen gelobt werden, dann kannst du, glaube ich, unser Video hier angucken. Also du warst ja ziemlich unbeeindruckt von dem ganzen Renngeschehen gefahren, souverän in Führung gelegen. Am Ende hat es noch einen Boxenstopp gemacht. Das hat uns dann ein bisschen verwundert. Was war da gewesen? Ja, genau. Da bin ich nochmal in eine Box reingefahren, weil ich mich ein bisschen verkalkuliert habe oder eher gesagt mir nicht ganz sicher war. Und zwar vor rechts der Reifen, der hat sehr stark abgebaut und ich wollte jetzt nichts riskieren, weil ich war ungefähr 40 Sekunden vorm zweiten. Dann dachte ich mir, fährst meine Box, wechselt lieber vorne nochmal die Reifen, bevor nachher durch den Plattfuß abfliegst oder was auch immer. Deswegen bin ich nochmal reingefahren. Hattest du dann auf weiche Reifen gewechselt oder hast du nochmal mittlere genommen? Ich bin einfach auf mittel geblieben, das war eigentlich, weiß ich. Weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Hab einfach eingestellt und hab vorne deshalb nur nochmal gewechselt. Also war es doch eine Sicherheit. Wir hatten schon vermutet, dass du vielleicht nochmal einfach in die Box fährst, um dir auch die schnellste Rennrunde zu sichern, weil du hattest ja zu dem Zeitpunkt 45 Sekunden Vorsprung. Also das war schon ziemlich starke Leistung von dir gewesen. Ja, um sowas geht's ja eigentlich nicht. Das ist ja egal, wer jetzt die schnellste Rennrunde gefahren hat. Ja, wie gesagt, ich hab's halt nur nochmal gemacht, der sicherheitshalber, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob der Reifen das durchhalten wird. Da lege ich auch Wert auf die schnelleren Runde. Ja, das gibt es ja auch in der Formel 1 zu fahren, die in der letzten oder zweitletzten Runde noch eine schnellste Rennrunde fahren. Also von daher auch von mir nochmal Gratulation ans LMP2-Podium und ich denke, wir können uns noch auf ein furioses letztes Rennen hier in der Serie freuen. Road America steht auf dem Programm, das natürlich sowieso auch ein Streckenhighlight ganz bestimmt für alle. Und in dem Sinne verabschiede ich mich mal von unseren Zuschauern. Besten Dank fürs Zugucken. Genau, wollen wir noch den Termin vielleicht dann? Also es ist am 3. März, wo das Rennen in Road America stattfindet. Saison Highlight. Ich denke, es ist eine würdige Strecke und da sind wir auch wieder ab 20.30 Uhr da. Ich hoffe, dem Lutz geht es bis dahin wieder besser. Und dann sind wir auch wieder zu dritt und sollten von Anfang an richtig gut senden können und nicht die ersten 10 Minuten ohne Ton. Aber ich denke, das Rennen war es auch heute wert. Also das kann man mal die ersten 10 Minuten vorspulen und dann von da an erst gucken. In Road America ist ja Thomas vorher Dritter geworden mit 15 Rückstand auf den Ersten. Da war der Zweitplatzierte 7000 zurück. Also wenn es wieder so eng wird, dann habt ihr Spaß. Ja, hoffen wir auf jeden Fall. Und Leo, möchtest du noch dich verabschieden oder? Nee, es geht in Ordnung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.